Hallo. Oh Mann, das war jetzt ja schon gerade total nett im Stream. Bist du on? Ich höre dich nämlich jetzt Ich nicht. ja. Ja, ach, jetzt, da bist du. Wunderbar. Ich habe noch vornehm geschwiegen. Man hörte nur ein Lachen. Oh Mann, ich frage mich manchmal, wie der Jens das so super gemacht, irgendwie alles gleichzeitig, aber ich glaube, das geht mit dem Stream Deck und ich muss ja demnächst mal dran arbeiten. Naja, man Ja. kann sich ja immer noch verbessern. Das ist doch ein Ansporn. Ja, erstmal hallo alle, schön, dass ihr da seid. Ich habe das sehr genossen, euch zu lesen soweit. Und für viele brauche ich dich gar nicht mehr vorzustellen oder brauchst du dich nicht mehr vorzustellen? Würdest du das trotzdem aber tun, wer du bist und wen ich heute zu Gast habe? Na klar, gerne. Also, wie ihr wahrscheinlich schon in der Ankündigung gesehen habt, oder vielleicht auf dem Discord auch, denn da habe ich ja eigentlich einen kleinen Raum für mich. Ich bin Fay Tiane, kurz Fay, und bin ja freiberuflich Künstlerin und Illustratorin, vor allem so für Fantasy- und Rollenspielbereich. Also, das ist so der Schwerpunkt, das mache ich nicht ausschließlich, aber die meisten kennen mich vor allem für meine handgezeichneten Stadtkarten, Landkarten, Weltkarten und so weiter, Battle Maps. Was natürlich nicht das Einzige, was ich mache, denn auch Charaktere, Fantasywesen, Tierwesen, Tiere allgemein. Ich liebe es, Fell zu zeichnen. Gibt es bei mir auch zu sehen. Und ja, spiele selber auch schon seit über 20 Jahren Rollenspiel und leite auch schon seit vielen Jahren in verschiedenen Systemen und freue mich, dass ich heute hier bei den Lula zu Gast bin, so richtig live. Mit Ja. Kamera und allem. Und ich bin froh, dass ich so viele Lampen in meiner Wohnung gefunden habe, dass ich mich so ausleuchten konnte, dass ich überhaupt zu sehen bin und nicht aussehe wie aus dem Grab entstiegen. Von daher, für mich ist schon mal alles gut gelaufen. Du siehst gut aus. Ja, ich Ach, gebe mir Mühe. total schön, dass du da bist. Ich höre gerade Karadein Martin etwas lauter. Und mich kennen einige noch nicht. Dann, stelle ich mich auch noch mal kurz vor. Ja, mein Name ist Martin, ich bin von D20 Sounds. Ich mache Musik für hauptsächlich für Rollenspiele, aber auch manchmal für Film und für andere Computerspiele zum Beispiel. Und ja, ich bin heute Abend auf Lurchen Lama und darf einen meiner hoffentlich ersten Streams machen. Hoffentlich der erste, der ohne technische Probleme läuft. Und ich freue mich total, dass ich einen wunderbaren Gast habe. Ich freue mich total, weil wir haben schon ein paar Mal Kontakt gehabt, aber so richtig gesprochen haben wir noch nicht. Nee, ich habe schon mal deinen Charakter gezeichnet. Das stimmt, ja. Ja, Der, ich darf, die durfte schon mal einen deiner Charaktere, ich denke mal, du hast mehrere, aber einen habe ich schon mal gezeichnet auf deine Bardin. genau. Und das hatte mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss immer sagen, den lieben Martin mit seiner wundervollen Musik läuft bei mir immer im Stream als Hintergrundmusik. Also von daher, wir sind schon irgendwie verbunden miteinander. Ja. Ich zeichnerisch für ihn und er kreativ, musikalisch für mich und passt. Das Lustige ist, meine Bardin wäre fast in der Session darauf gestorben, nachdem du sie gezeichnet Nein! hattest. Fast. Aber sie lebt noch. Noch. Okay. Aber Ja. ihr kennt das wahrscheinlich, wenn die Charaktere einem so ans Herz wachsen. Gut. Ja, das kenne ich. Was machen wir denn heute? Ja, ich habe, glaube ich, im Titel gelesen, es geht darum, wir bauen eine Stadt oder eine Stadt entsteht. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ich suche doch mal ein paar Dinge raus, die vielleicht interessant sein könnten. Also was ihr natürlich heute nicht sehen werdet, ist, ich werde jetzt nicht parallel hierzu eine Stadt für euch zeichnen können. Das geht einfach technisch nicht. Und das würde auch viel zu lange dauern. Da würden wir mehrere Stunden dran sitzen. Denn an so einer detaillierten Stadtkarte arbeite ich halt auch schon so 30 Stunden. So reine Arbeitszeit. Und ja, das wollten wir euch nicht antun, dass wir hier einen 30-Stunden-Stream reinknallen. Ich glaube, da würden dann doch einige abschalten. Aber ich habe ja schon einige Stadtkarten und Projekte, anhand derer ich einiges zeigen kann und vielleicht auch erklären kann, wie ich zum Beispiel eine Stadt aufbaue oder wenn ich davor sitze und eine Karte habe, wie ich da anfange oder so. Das war so meine Idee. Ja, und was mich immer am meisten interessiert, weil ich ja auch kreativ arbeite, ist, wie kommst du auf deine Ideen? Gut, bleiben wir mal bei den Karten. Das wird das zu lang, aber das Thema ist ja auch Karten heute. Ich habe vor langer Zeit als Studentin als Versandhilfe gearbeitet in einem so einem kleinen Golfverlag und der hat an die Mitglieder und
von diesen ganzen Golfclubs hier in Berlin und Brandenburg, ich bin ja aus Berlin, immer diese Monatszeitung verschickt. Und da suchten sie, weil es halt ein kleiner Verlag ist, immer Studenten, die dann irgendwie Etiketten auf die Umschläge kleben und dann in diese Umschläge kommen dann diese Hefte rein, die werden zugeklebt und dann werden sie zur Post gebracht. Also das habe ich nicht gemacht, aber den Rest davor. Und was ich immer mache, ist, wenn ich irgendwas in der Hand habe, ich schaue immer drauf. Und ich habe irgendwie tausende von Etiketten gesehen und habe dabei immer die Adressen gescannt. Also nicht, dass ich sie mir gemerkt habe, weil ich irgendwelche Leute kontaktieren wollten, sondern weil ich halt einfach geguckt habe, wo kommen die überall her, was haben die für lustige Straßennamen. Und habe dann angefangen, immer in meiner Pause zu recherchieren, warum heißt dieser Ort so, wie er heißt und warum heißt die Straße so. Also ich habe dann immer schön im Internet auf so Google Maps geguckt, warum heißt denn die Straße um die halbe Stadt? Jetzt will ich da mal gucken, ob es stimmt, dass die Straße um die halbe Stadt geht. Ging sie nicht mehr, aber sie war noch zu sehen. Aber die ist natürlich größer geworden. Und da habe ich mir gedacht, ach cool, wenn ich irgendwann mal eine eigene Stadt habe oder so ein eigenes Dorf, reicht ja schon mal. Ich hätte so coole Ideen. Der Name hier, Katzbuckel, ist ja witzig und guck mal, Bühl heißt das. Ich muss da unbedingt mir das mal einfallen lassen und ich muss das mal übernehmen. Und dann habe ich mir so Listen geschrieben mit lustigen Namen, mit lustigen Begebenheiten, mit Landschaftsmerkmalen. Ja, und dann habe ich immer gedacht, jo, jetzt setze dich mal hin und machst das mal. Und ich habe halt nicht an so ein kleines Dorf gedacht, sondern ich habe dann gleich wieder etwas größer gedacht und hatte mir, okay, warum geht? Eine Stadt ist ja schon mal schick, aber die Stadt muss ja auch irgendwo hingehören. Und dann habe ich einfach mal gleich eine ganze Baronie erfunden. Mit inklusive 6 Städten, eine davon ist die Hauptstadt. Die werden wir nachher auch mal sehen. Da erzähle ich dann auch ein bisschen was dazu. Und ja, da habe ich diese ganzen Sachen, die ich beim Adressenscannen aufgenommen habe. Zum Großteil war ich nur inspiriert, aber andere Sachen habe ich auch komplett übernommen. Natürlich keine echten Namen von irgendwelchen Leuten, das habe ich nicht gemacht. Aber so die ganzen Adresszusätze, das fand ich super spannend. Und es ist dann irgendwann ausgeartet. Also es ist eine ganze Baronie geworden. Und davon ist die Hauptstadt Hainingen das Großprojekt, wo halt eine Menge passiert mittlerweile. Aber das ist nicht fertig, das Projekt, sondern es ist immer in der Arbeit, habe ich den Eindruck, oder? Ja, ich glaube, die Stadt wächst so wie eine normale Stadt auch. Also die Karte an sich ist erstmal fix, die ich habe. Auch die Baronie habe ich mittlerweile komplett gezeichnet, also die Region dazu. Und ja, aber sie ist halt eine lebendige Stadt. Und dadurch, dass ich dann vor einem Jahr fast angefangen habe zu streamen, kam dann noch ein bisschen mehr Leben rein. Aber das können wir ja gerne noch nachher erklären. Kommen wir Ja. einfach wieder zurück. Ja, die Baronie war grob im Kopf als Skizze vorhanden und sie wurde nur immer wieder weiter ausgearbeitet. Und es kommen immer wieder neue Ideen rein und irgendwann, ich habe sogar schon der Baronie eine Heldengruppe geleitet. Ich habe dort schon Abenteuer schon mal über einen Few-Shot geleitet, weil alles ist in meinem Kopf drin und ich möchte es gerne mit anderen Leuten teilen. Also nicht einfach nur, hier sind die Karten, macht was mit, sondern hey, ich habe auch noch Geschichten dazu, wollt ihr sie hören? Sehr, sehr cool. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass das so ausufernd ist. Ja. Ja. Sollen wir denn mal. Also, das ist ja im Prinzip, wie jetzt die Idee, wie die Baronie entstanden ist, klar. Hast du irgendwelche, die Vorlagen waren aus dem richtigen Leben, aus dem Real Life sozusagen. Aber das ist ja für mich nicht der Prozess, wie es kreativ wird. Wenn du dich jetzt dann Nee. hinsetzt, wie fängst du dann an? Genau, also wenn ich mich hinsetze, erstmal muss ich noch vorwegschieben, ich habe halt Kunstgeschichte und Archäologie studiert, klassische Archäologie. Das heißt, ich hatte schon Städtebau, also in der Antike, aber auch so im weiteren Verlauf der Geschichte, ja, schon mal so im Hinterkopf. Also ich wusste in etwa, ne, wie sieht eine Stadt aus? Das wissen ja viele, aber wie wächst so eine Stadt? Womit fängt man an? Also mit dem Dorfkern und dann gibt es so verschiedene Dinge. Das möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, wie viele verschiedene Dorfstrukturen es gibt. Aber so habe ich tatsächlich angefangen. Also ich habe mir das Blatt hingelegt. Bleiben wir mal bei der Stadt Hainingen. Die erste Stadt war tatsächlich Fuxing und es war ein Dorf. Also ich habe erst klein angefangen und dann Hainingen ist dann halt ein bisschen größer geworden. Aber ich habe das Blatt vor mir gehabt und habe überlegt, wenn wir es jetzt mit Fuxingen machen, ein Dorf. Okay, was möchte ich denn für ein Dorf? Was hat es denn für eine Funktion und wo liegt es? Was gibt es Besonderes in dem Dorf, was es so auszeichnet? Und dann habe ich halt überlegt, ja, gut, dann, was könnte dieses Dorf haben? Ah, ich hätte gerne Weinberge drinne.
Und es sollte fruchtbar sein. Ah, okay, ich muss Weinberge einzeichnen und es sollte fruchtbar sein, also muss irgendwo eine Wasserquelle in der Nähe sein. Und bei mir war es dann Tatsache der Fluss, die Rinzach. Und dann habe ich angefangen, okay, wie haben die Leute wohl angefangen, dort zu bauen? Warum haben sie ihre Häuser genau an diese Stelle gesetzt? Und dann kam mir die Idee, natürlich, die haben sich dahin gesetzt, wo Handelsstraßen sind oder Postwege. Und dann habe ich erstmal die großen Wege eingezeichnet und habe dann angefangen, daran die Häuser anzusiedeln und habe mir überlegt, ja gut, jetzt an der einen Straße habe ich jetzt Häuser, aber das Dorf wächst ja, es will ja mal eine Stadt werden. Und dann fing ich an, lauter kleine andere Abzweigungen zu machen und dort wieder kleine Gehöfte ranzusetzen. Und so ist Tatsache, entsteht eine Stadt oder ein Dorf in dem Fall, da ist Fuchsingen genau, entsteht Tatsache, wie es wahrscheinlich auch entstehen könnte in echt. Nur halt ein bisschen schneller. Ja, wunderbar. Willst du mal anhand von Fuchsingen oder lieber von Heiningen nachher Na, erzählen? wir Also machen, nee, ich mache das jetzt, kann ich halt mal am Fuchsingen erklären. Da haben wir das nämlich. Man sieht da sehr schön oben dieser Fluss, das ist die Rinzach. Also ich habe tatsächlich auch für alles Namen relativ schnell gehabt. ja. Und die Brücke übrigens ist die Steam Tinkerers Lieblingsbrücke, die hat auch einen Namen, die heißt Dunstenbrücke und er beömmelt sich immer. Und egal wo er ist, er sagt immer auch die Dunstenbrücke. Keine Ahnung, findet er halt witzig. Aber man sieht, dass da eine große Straße lang geht. Und das ist Ja. die Hauptstraße. Das ist die alte Poststraße. Und das war mein Ausgangspunkt. Hier ist eine große Straße, die führt über diese Brücke, war vorher natürlich eine Holzbrücke, als es angefangen hat. Und was ist wichtig? Na klar, Brückenzoll. Also an dieser Stelle brauche ich mindestens ein kleines Zollhäuschen, Ja. damit sich dieses Dorf irgendwie finanziert. Und so ist dann schon mal der Zollhaus dazu gekommen. Dann wollte ich ja Weinberge drin haben, also unten im Süden der Stadt, diese länglichen Gebilde, also nicht das, was Ja. ganz im Osten ist. Das ist ein Berg, da ist obendrauf übrigens ein Turm, damit man die Aussicht immer in alle Richtungen genießen kann und man rechtzeitig sieht, ob Gefahren kommen. Deswegen ist da oben ein kleiner Turm. Und da unten im Süden, das sind die angedeutet das Markenzeichen von Fuchsingen, die haben halt einen besonderen Wein und das da oben sind die Weinberge und natürlich da ringsherum die Bauern und die Gehöfte, die Weinbauern. Und dann habe ich halt so den kleinen Markt aufgebaut, das war wichtig, dann habe ich mir überlegt, was ist noch wichtig, je nachdem in welcher Welt man spielt, hat man einen Tempel oder eine Kirche. Ist zumindest den meisten Menschen immer irgendwie wichtig. Also habe ich Gebäude eingezeichnet, die man als Tempel oder Kirche deuten kann. Also wenn man diese Karte jetzt für sein eigenes Spiel nehmen würde, könnte man natürlich alle Gebäude umbenennen. Aber ich habe immer so einen Grundgedanken. Und zu jeder meiner Karte gibt es immer eine kleine Legende von mir, wo dann immer drinne steht, was ich mir gedacht habe, sodass, wenn eine Spielleitung das gerne für ihr eigenes Spiel benutzen möchte, den Grundgedanken von diesem Dorf in dem Fall kennenlernt. Ja, und dann habe ich ringsherum nur noch alles ausgestaltet. Wusste, das soll nicht so groß werden, da brauchen wir noch Felder und noch Wiesen und Wald. Und dann war Fuchsingen fertig. Das ist Tatsache die allererste Karte, die ich in diesem Stil gezeichnet hatte. Die von 2018. Ich hatte davor natürlich auch schon Karten gezeichnet, aber die sahen bei weitem nicht so aus, dass ich sie hier zeigen möchte. Und das war die erste, die ich wirklich komplett in A4, das ist auch Größe A4, mit der Hand, mit meinen Markern gezeichnet habe. Und dann habe ich richtig Blut geleckt und wollte noch mehr machen. Die Baronie muss größer werden. Dann kam das nächste Dorf, dann kam ein Dorf im Gebirge, dann kam irgendwann mal auch eine größere Stadt im Gebirge. Und dann habe ich immer, wenn ich also eine Stadt baue oder ein Dorf, was jetzt speziell für meine Baronie ist, habe ich mir überlegt, wer wohnt denn da? Also nicht nur, was ist das Besondere an dieser Stadt oder diesem Dorf, sondern wer wohnt denn da zum Beispiel auch? Und da gibt es dann ja, zum Beispiel Steinhag, was haben wir jetzt? Das haben wir Bärwalde. Das war das zweite Dorf, also die nächste Karte, die ich gemacht habe. Das ist eigentlich ein Dorf an der Durchgangsstraße und es ist dort entstanden. Und zwar eine Tagesreise zu Fuß nach Fuchsingen oder nach Norden in Richtung Nebeln. Und da habe ich mir überlegt, da stand bestimmt mal ein Gasthof, damit die Reisenden nicht unterwegs irgendwo in der Pampa schlafen müssen und vielleicht von Wölfen irgendwie belästigt werden oder von Räubern. Und habe mir gesagt, okay, da steht nicht nur ein Gasthof, da knalle ich einfach auch mal gleich ein Dorf hin. Das passt doch ganz gut. So ist zum Beispiel dieses Dorf entstanden. Man Ja. kann das auch sehen. Man sieht ja da den großen Fluss. Da geht es nach Nebeln weiter. Das ist eine etwas größere Ja, Stadt Moment, und da teilt sich's wieder. du bist jetzt Ich habe gerade noch also in, sag nochmal den Namen, wo du bist gerade, in bei Bärwalde. Ne Bärwalde war ich eben gerade. Das war das Dorf und jetzt müssten wir nach Nebeln hoch in den Norden kommen. Das ist die Genau. Karte, die ich zumindest da sehe. Das ist die Karte genau von Nebeln. Genau. Und da habe ich mir wieder was überlegt. Noch weiter in den Norden ist eine große Gebirgs
Ja. Formation. Also geht der Weg nach links und rechts weiter. Also muss ich ein Dorf wieder anders gestalten. Es hat wieder einen anderen Hintergrund. Einmal geht es zum Pass und einmal geht es in die Gebirgsstätte. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte denn dieses Dorf besonders machen? Nebeln. Warum habe ich es Nebeln genannt? In der Nähe liegt die Nebelebene, eine Ebene, wo immer Nebel ist, der irgendwie unnatürlich scheint. So, und so ist der Ortsname entstanden. Also es wird immer mehr. Also ich habe immer so einen Grundgedanken, ach, hier könnt ihr eine Stadt hin, mal gucken. Und während ich zeichne, habe ich Ideen, die ich dann umsetze und dann werden manchmal aus Dörfern plötzlich kleine Städte. Das ist so ein Eigenläufer. Ist das, was ist der Funke, der für so ein Dorf zuständig ist, dass der entsteht? Hast du das noch in Erinnerung? Gibt es Bei zu. dem war es Tatsache, dieses Dorf oder diese Stadt ist relativ spät entstanden. Eigentlich sollte da gar keine stehen, sondern man sollte gleich hoch ins Gebirge zum ersten Gebirgsdorf. Ja. Und dann habe ich mir die Karte, du hattest ja eben gerade die große Karte mal kurz gezeigt, habe ich mir die angeschaut und habe festgestellt, ich wollte in meiner Baronie das so haben, dass Fußwanderer, also richtige Wanderer, Mach die mal eben. die nicht zu Pferde unterwegs sind, die sollen in meiner Baronie nicht draußen schlafen müssen. Und dann habe ich nachgeguckt und so grob gemessen und festgestellt, das schaffen die aber nicht von Bärwalde bis hoch in den Norden in die kleine Gebirgszeit. Also da unterhalb von Baronie Hainich, da ist so ein mini, mini kleines Dorf im Gebirge drin. Da geht auch so ein kleiner Weg, so ein gestängelter Weg hoch. Also das wäre die nächste Station gewesen. Und Bärwalde liegt im großen Wald auf dieser Straße, die von Norden nach Süden führt, dieser kleine Punkt dort. Und da habe ich gesagt, das ist viel zu weit. Ich muss da irgendwas reinsetzen. Und das war der Funke. Da muss noch irgendwas hin, sonst müssen die Tatsache mitten auf der Landstraße schlafen. Das wollte ich bei mir nicht haben. Und so ist Nebel entstanden. Das war Tatsache der zündende Funke. Also es hat immer eine Funktion bei mir. Aus einer Notwendigkeit raus, weil du eine Funktion brauchst. Das ist ja total spannend. Das ist nicht so unterschiedlich, wie ich arbeite, finde ich. Ich habe auch immer so eine Idee, was braucht es noch, was habe ich noch nicht gemacht, zum Beispiel manchmal, aber auch was braucht es noch jetzt für die, zum Beispiel für die Lurchenlama-Kampagne, Blutige Segel. Da habe ich viel mit Jens gesprochen und wir haben überlegt, was es alles braucht an Musik und dann fange ich einfach an. Dann habe ich vielleicht eine Idee und sage, ja, okay, jetzt fällt mir zum Titelsong was ein, mir fällt was ein zu dieser Stadt oder zu jener Stadt und sowas. Also ich finde es sehr ähnlich. Aber so laufen, glaube ich, auch, also meiner Meinung nach auch kreative Prozesse, weil dieses, wenn du dich jetzt einfach hinsetzen würdest und ohne irgendwas vorne weg und hättest nur ein weißes Blatt und würdest sagen, okay, ich fange jetzt an, das klappt meistens nicht, meine ich. Ja, das ist bei mir ähnlich. Ja. Ich kann es nicht zwingen. Das ist einfach, das ist auch manchmal so, deswegen arbeite ich gerne an verschiedenen Aufträgen zum Beispiel sehr parallel. Also gerne mal, ich zeichne für jemanden seinen Charakter und parallel zeichne ich aber auch an einer Karte. Was ganz oft so ist, ich zeichne an dem Charakter und habe den Kopf frei, weil ich nicht mehr über die Karte nachdenke und plötzlich habe ich eine zündende Idee, wo ich denke, ach cool, das schreibe ich mal gleich auf. Das kann man in der Karte sehr gut verwenden. Und genauso ist es auch andersherum, ne? Also, das kommt mal, ich kann es nicht erzwingen. Man kann mir zwar sagen, so hier ist die Beschreibung von der Stadt und ich brauche dann einen Moment und manchmal ist es auch, dass ich morgens aufwache und feststelle, ah ja, ich kann das mit der Straße ganz anders lösen. Das sieht ja viel cleverer aus, wenn ich das mal so ausprobiere. Also das ist halt nicht erzwungen, sondern das entwickelt sich tatsächlich, ja. Also von daher sind wir uns da gar nicht so unähnlich. Ja, ich zeig mal kurz zwei Charaktere, die auch dazugehören. Ja, die gehören zur Stadt Heiningen. Ins Jorabenseele ist das aber. Ja. Das sieht sehr nach DSA aus, würde ich sagen. Ja, also diese Baronie ist Tatsache auf DSA ausgelegt, aber das kann man im Grunde genommen ja in jedes andere Setting auch reinsetzen, was Ja. halt Fantasy-Mittelaltermäßig passt. Nur für mich ist es immer einfacher, wenn ich was im Kopf habe und da ich halt angefangen habe mit das Schwarze Auge spielen und das einfach meine Heimat ist, meine Rollenspielheimat, habe ich die ganze Baronie darauf aufgebaut. Aber es ist eigentlich ein leichtes, jederzeit umzuwandeln und aus dem Borons-Geweihten, also dem Priester, Ja. der halt auf dem Friedhof ist, könnte es auch ein anderer werden. Aber das zum Beispiel ist ein Projekt, was um Heiningen entstanden ist. Ich habe mittlerweile über 30 NSCs für diese Baronie gezeichnet, speziell für Heiningen. Und jeden Monat kommt eine neue Figur raus. Es ist mal männlich, mal weiblich. Es sind nicht nur Menschen. Ich hatte auch schon eine Halbelfe dabei und einen Zwerg oder eine Zwergin. Und das sind Sachen, die ich meinen Patreons jeden
jeden Monat zur Verfügung stelle, die sie dann, wenn sie wollen, wenn sie zum Beispiel in Hainingen spielen, man sieht auch oben das Stadtwappen, das ist das Stadtwappen von Hainingen, Ja. dass man die verwenden kann. Entweder so als Inspiration oder wenn man einfach mal, ja, mal schnell ein Bild zeigen will, stelle ich das meinen Patreon zur Verfügung. Zeig noch mal den anderen Charakter, den du mitgebracht hast. Kera Seladwan. Ja. Ach, sehr schön. Ach, Ja, da geht mir das das sind immer Herz auf. verschiedene. Also das wechselt jeden Monat, gibt es eine neue Figur. Wahnsinn. Also, ich finde das sehr beeindruckend. Du entwickelst ja auch ganz viel für deine Patrons, aber auch mit deinen Patrons, oder? Zum Teil und vor allen Dingen mit der Community auf Twitch, Ah, die ich okay. mittlerweile auch habe. Also einmal natürlich im Austausch mit meinen Patreons, weil ich ja ihnen ja auch etwas bringen möchte oder was liefern möchte, was sie auch gut gebrauchen können. Und es hat sich dann so selber entwickelt, was auf Twitch entstanden ist. Als ich vor einem Jahr angefangen habe, also ich habe am 20. mein Einjähriges, also ich bin noch eigentlich relativ jung dabei, da gibt es auch immer diese Kanalpunkte, die man einsetzen kann. Und ich habe das halt, es hat lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, was man bei Twitch irgendwo machen muss. Und habe halt gedacht, ach cool, was kann man denn da machen? Und habe dann gesehen, ach, das sind ja so Standardsachen, vor allem für, ja, für Gamer und Gamerinnen. Das ist ja weniger was für mich. Und dann habe ich gedacht, ach, man kann die personalisieren. Und dann habe ich halt so ein paar Sachen eingegeben, habe geguckt, wie andere Künstler und Künstlerinnen das machen, was die so angeben. Und habe noch gedacht, ja, und jetzt mache ich noch einen Knüller rein. Das ist bestimmt uninteressant. Ich mache da unglaublich viele Punkte, über 25.000 Punkte. Wenn man die einlöst, dann kann man bei mir Bewohner oder Bewohnerin in meiner Stadt Hainingen werden. Also man kriegt dann Tatsache auch, wenn man die Urkunde mitbestellt, eine Urkunde, wo dann der Name drin steht. Und ich dachte, ach naja, das ist einfach nur ein Gag, einfach nur, damit da irgendwas Großes drin steht. Und ich habe halt nicht gewusst, wie sich das entwickelt und dass es wirklich so ein Eigenleben bekommen hat und die Community drauf abgefahren ist. Und es ging dann ein Wettstreit los, wer denn zuerst diese 25.500 Punkte zusammen hat und dann da einziehen kann. Das war sehr witzig. Also das war von mir jetzt gar nicht so beabsichtigt, sondern ich dachte, ach naja, ich muss ja da irgendwas reinschreiben. Und das so angenommen wurde und 21 registrierte Bewohner und Bewohnerinnen sind es mittlerweile und die nächsten sparen schon fleißig, damit sie Tatsache ein Haus beziehen können. Das weise ich ihnen dann zu auf der Karte in Hainingen, da werden sie dann eingetragen und ja. Ich gehe mal kurz nach Heining, möchte aber kurz sagen, dass ich diese Idee auch, also das ist ja natürlich sehr zufällig entstanden, aber dass ich diese Idee schon brillant finde. Also Okay. ich finde, also ich mag das total gerne. Du siehst das ja bei mir auch in der Community. Ich frage auch manchmal, was braucht ihr für Songs? Manchmal kann ich das gut hinkriegen, manchmal geht es nicht so leicht für mich, ne? Weil ich habe natürlich auch so einen bestimmten Schwerpunkt an Musik, den ich mache. Aber ich mag das total gerne, wenn einer sagt, oh, ich hätte gern was dafür, ich hätte gern was dafür. Das macht für mich noch einen anderen Nutzen aus von den Sachen, die ich mache. Ja, ich finde es auch total toll, dass es so gut ankommt. Wie gesagt, ich habe damit nicht gerechnet, weil ich mag es, wenn andere Leute teilhaben können an dem, was in meinem Kopf so los ist, was da so entsteht. Und diese Baronie habe ich ja nicht gemacht, so, damit ich hier ganz alleine damit sitze und will sie nie jemandem zeigen. Doch, dass dann, also auch gerade meine Patreons, die ja Zugang zu diesen Sachen haben, die dann gemeint haben, hey, meine erste Heldengruppe, die ist da übrigens jetzt gestartet, da wollte ich die nur mal mitteilen, die haben da richtig Spaß dran und danke, dass ich andauernd NSCs bekomme, da kriege ich immer gleich wieder neue Ideen, manchmal mache ich eine kleine Hintergrundgeschichte zu diesen NSCs und manchmal lasse ich es ganz frei und dass das dann, dass andere das so weiterentwickeln und bevölkern, das finde ich halt super toll, weil ich habe dann so ein bisschen die Inspiration gegeben, habe natürlich meine eigenen Ideen, aber was da noch alles draus entsteht und auch in dieser kleinen Stadt, also es ist eigentlich eine Kleinstadt, die hat glaube ich nur 2.500, habe ich mal ausgerechnet, Bewohner, Bewohnerinnen, plus halt Gäste, wenn der große Markt ist, dann ist es nochmal so voll. Und ja, diese Community auf Twitch hat halt nicht nur die Möglichkeit, mit Punkten dort Bewohner zu werden und tatsächlich ein Haus zu bekommen, wo die dann drinnen wohnen dürfen, sondern ich habe dann auch zusammen mit dem Chat eine Taverne ins Leben gerufen, die da vorher noch gar nicht eingeplant war.
Und diese Taverne habe ich zusammen mit den Leuten entwickelt. Ich habe gesagt, was wollt ihr denn drin haben? Ich suche mal ein Haus aus, damit es passt. Und ja, dann gebt mir mal Ideen, Inspiration. Und dann habe ich im Stream komplett von der Skizze bis zum fertigen, bis zur fertigen Karte zum alten Aal. Den Namen hat auch Tatsache die Community gewählt. Einer hat den Namen vorge, also es haben viele mögliche Namensvorschläge eingereicht. Ich habe dann abstimmen lassen und die haben dann unbedingt den zum alten Aal nennen wollen. Ich so, ist es eure Community-Taverne? Bitte. Und ja, so ist dann diese Taverne entstanden und da ging es dann auch immer weiter. Ich habe dann überlegt, okay, jetzt habe ich die Taverne, aber es ist ja schade, dass damit nichts passiert. Die muss doch mit Leben gefüllt werden. Was mache ich denn? Und dann kam die Idee, ach, diese Kanalpunkte, wir können die auch noch ein bisschen rauskloppen. Man kann bei mir Tatsache mit Kanalpunkten Getränke wöchentlich ordern. Die hake ich dann in eine Sammelliste. Und wenn man alle 8 verschiedene Getränke gesammelt hat, kriegt man einen Z-Bierdeckel von mir geschenkt. Nein. Mit diesem Logo obendrauf, mit diesem alten Aal und dann natürlich Hit. Also, das ist ein Original-Bierdeckel. Ich habe, glaube ich, meinen gerade nicht hier. Nee. Es sind richtige Papp-Bierdeckel und ich verschenke einen Z-Bierdeckel an die Leute, die da Bock drauf haben und damit mit mir zusammen Spaß haben, diese Sachen immer weiter auszugestalten. Das meinte ich mit Selbstläufern. Das war nie am Anfang geplant. Ich mache diese Stadt und irgendwann kommt mal so eine Community-Taverne rein, sondern sie war irgendwann plötzlich da. Das ist total lustig, vor allen Dingen, weil ich diesen Stream gesehen habe, zumindest zum Teil. Und da waren nicht die gleichen, aber ähnliche Witze: Heininger Ahlerlei und Aalsuppe. Ja, Und ja. es hat sich total, ja, es kommt total viel lustige Sachen dabei rum. Also, ich fand den Stream auch unfassbar witzig und unterhaltsam. Und ich finde das total bereichernd, was die Leute hier in so einen Stream an Ideen, an Kreativität mit reingeben. Ich habe mal die Taverne zum Alten Aal, das Schild habe ich mal jetzt hier sichtbar gemacht, wie du siehst. Und jetzt zeige Ja. ich auch noch mal kurz die Taverne, damit ihr so einen Eindruck bekommt. Ja, was für Karten man noch zeichnen kann, so Gebäudepläne. Natürlich nicht maßstabsgetreu, sondern einfach, ja, also bei mir ist es Tatsache keine Architekturzeichnung, sondern die sollen einfach für mich optisch ansprechend sein und die sollen Spaß machen. Also ich hebe nicht den Anspruch darauf, dass das hier alles korrekt so mit Maßstäben funktioniert. Das will ich auch gar nicht. Das können andere machen, aber meine Karten leben halt vor allen Dingen von diesen ganzen Details, die ich da reinpacke. Und da lege ich weniger Wert. Also es sollte schon einigermaßen logisch sein. Aber ob jetzt wirklich der Tisch groß genug ist für die Taverne, das Ja. nehme ich da in dem Fall nicht ganz so ernst, sondern die Karte soll einfach Spaß machen und die Community hatte daran Spaß und von daher, mir gefällt sie auf jeden Fall. Ich liebe den alten Aal. Jetzt ist die Frage, ob ich ein bisschen was. Also, wir möchten, ich möchte gleich noch ein bisschen über Heining sprechen, dass du mir noch ein bisschen was erzählst. Und dafür gibt es Na auch einen klar. Grund. Aber den verraten wir noch nicht, ne? Nö. Nee. Sehr gut. Aber jetzt möchte ich eine Stadtführung haben durch Heining, wenn es geht. Da Na würde ich mich klar. total drüber freuen. Ich habe das Bild jetzt angemacht. Ich weiß nicht, eine Legende habe ich jetzt nicht dabei, aber Die ja. Legende ist über mehrere Blätter. Ganz Also klar. was ich hier zum Beispiel bei der Stadt, da können wir jetzt mal wieder, wie entsteht eine Stadt, wieder zurückkommen. Die habe ich ganz klassisch aufgebaut. Man sieht Tatsache, es gibt eine Hauptstraße von Nord nach Süd und es gibt eine Hauptstraße von Ost nach West. Die von Ost nach West ist Tatsache die alte Poststraße. Ihr habt die vorhin schon mal bei Fuchsingen gesehen. Da kam ja auch schon mal eine Hauptstraße über den Fluss drüber und der biegt dann nach Westen ab und führt dann direkt nach Heiningen. Und es gibt noch ein kleines Fischerdorf außen dran, das ist also ausgelagert. Und diese Stadt ist besonders reich. Man kann das jetzt auf der Karte nicht sehen, aber die Türme außenrum auf den Mauern sind vergoldet. Auch der Tempel in der Mitte der Stadt, den kann man sehr gut erkennen. Das ist das kleine Oval und da steht so ein kleines Gebäude drauf, was doch relativ groß ist. Das ist halt der Ingeren-Tempel, das ist die Halle der Flammen. Das ist für die Handwerker. Auch wichtig für die Zwerge zum Teil. Und es gibt im Gebirge im Norden der Baronie wird Gold abgebaut, unter anderem. Das
Deswegen ist die Baronie auch so reich und deswegen haben die auch den Luxus, immer Fußmarsch hat man entweder einen Gasthof oder eine Ortschaft, damit man nicht draußen schlafen muss. Also es hat schon alles einen Hintergrund, warum ich sowas mache. Und diese Stadt ist nicht nur die Hauptstadt der Baronie, sondern da sitzt auch die Baronin. Und zwar dieses große Gebäude schräg oberhalb, also immer nach Norden die Straße folgt. Also in der Ja. Mitte sind wir angekommen, wir gehen nach oben. Da gibt es so ein großes Gebäude, das ist auch umzäunt, also es ist eine Mauer drum und hat so ein bisschen Grünzeugs da drin. Das ist der Sitz der Baronin mit ihrer Familie. Auf der linken Seite von der Straße so. Genau, auf der linken Seite, genau. Da ist der Baroniesitz, also das ist der Hauptsitz. Also nicht nur die Hauptstadt, sondern auch der Hauptsitz der Baronie. Und wenn man weiter hochgeht, hat man so ein viereckiges Karree. Das ist die Stadtwache und der Kerker. Was, wo auch eine Mauer drum ist. Da ist auch eine Mauer drum, natürlich. Ja. So, dann sieht man zum Beispiel drei Plätze, die haben so kleine Objekte drin. Ja. Das sind die Märkte, die Hauptmärkte in den Städten. Haben wir einmal so einen größeren Platz, der ist, befindet sich hinter der Baronensitz, also hinter der Villa. Das ist der große Markt. Dann haben wir unten nordwestlich, nordwestlich, südwestlich, das ist der Fischmarkt. Und dann gibt es nochmal einen kleinen Markt, der ist dann östlich. Und zwar da, wo auch so ein großes eingezäunter Bereich ist mit vielen Gebäuden. Das ist die Gilde der Goldschmiede. Wahnsinn. Da, wo zusammen Zwerge und Menschen schöne Dinge erschaffen. Und die Leiter sind Tatsache Zwerge, es ist eine Zwergenfamilie. Die stammen auch aus den Bergen oben an der Baronie. Aber es gibt halt welche, die arbeiten nicht vor Ort, sondern die sind Tatsache in der Hauptstadt und sind dort die Goldschmiede und bilden andere Leute aus und stellen schönen Schmuck her. Dann gibt es noch außerhalb so ein viereckiges Ding, das ist die Kaserne. Denn so eine reiche Stadt braucht natürlich auch nicht nur eine Stadtwache, sondern weil da viele Leute vorbeikommen, die brauchen natürlich eine richtige Kaserne, die will ja beschützt werden. Deswegen habe ich außerhalb eine kleine Kaserne hingepackt, weil ich dachte, na, die Stadtwache allein reicht da nicht. Ne? Wenn da mal eine Horde kommt, ne, dann haben die nicht sehr viel Schutz. Und ja. Deswegen die Kaserne außerhalb. Und dann gibt es sowas wie ein Postamt, Stallungen, dass wenn Geschäftsleute, Reisende, Händler kommen und der große Markt in der Stadt ist, sollen die natürlich nicht die Straßen verstopfen mit ihren Wagen. Dann gibt es Stallungen, die sind im Süden, das Tor, was unten rausgeht, auch alle Tore haben alle Namen bei mir. Ich habe, nein, nicht jedes Haus hat bei mir eine Funktion, aber so die wichtigsten Sachen habe ich Tatsache aufgenommen. Es gibt zum Beispiel die Schwarze Laute. Ja, genau, die Schwarze Laute ist eine besondere Ja. Taverne, wo dort nur auserwählte Barden und Bardinnen und Musikanten auftreten dürfen. Dann gibt es halt aber auch eine Spelunke, Krug und Klinge heißt es. Da kann man sich ja denken, was da für Leute normalerweise verkehren. Querbeet, ich habe Tatsache auch, Achtung, FSK 18, ein Bordell drin. Es gibt ja natürlich auch andere Bedürfnisse und von daher, ne, ich habe also wirklich überlegt, was hat eine Stadt, was ist wichtig für eine Stadt und habe versucht, diese ganzen Elemente mit reinzunehmen. Und ja, Rathaus ist zum Beispiel direkt an dem Marktplatz. Da gibt es auch eine Battlemap. Manchmal erstelle ich auch Battlemaps von meinen Stadtkarten, dass wenn man mal Tatsache irgendwas ausspielen will. Und das mit Figuren macht oder einfach nur mit Token, wenn man das online spielt. Und da habe ich zum Beispiel auch da kann man auch sehen, dass in dem Rathaus unten ein Bodenmosaik eingelassen ist. Also die sind wirklich sehr reich dort in Heiningen. Da würde es sich schon lohnen, dass da mal einer vorbeikommt, aber dafür habe ich die Kaserne. Und ganz im Westen, Nordwesten, das ist Tatsache der Friedhof. Und da habt ihr ja vorhin den Herrn gesehen. Ja. Das ist der Priester dort, der den Tempel der Vorsteher ist und der ist natürlich außerhalb der Stadt, da ist nichts innerhalb der Stadt mit Begräbnisstätten. Ja, das war so ein ganz kleiner Rundgang. Ganz viel sind natürlich Häuser von Arbeitern. Genau, Enzio Rabenseele, der gehört dort in den Tempel und schaut nach dem Rechten. Oh, ich sehe gerade, wir müssen was trinken. Ich habe anscheinend was verpasst. Müssen wir was trinken? Ja. Oh, okay, Früher hieß dann es, trinke ich. ja, also heute heißt es tanken für danken. Prost. Okay, gut, bei mir heißt es Wassermarsch. Aber das ging an mich. Okay, danke. Ja, meine Community muss mich immer erinnern, dass ich was trinken muss. Ich Ja. vergesse das. Beim Zeichnen, ich bin dann so drin, habe so viele Ideen im Kopf, dass so Grundbedürfnisse wie Trinken dann einfach mal ausgeblendet werden. Und dann gibt es meine Leute, die dann im Stream dann immer sagen, so, hallo, es ist mal wieder Zeit, trink mal was. Sehr gut.
Also hast du auch eine extrem liebevolle Community. Ich habe gerade schon gehört, du kriegst neues Licht spendiert. Ja, seit gestern. Ja, das ist doch. Also, Leute, ihr seid toll, dass ihr sowas macht. Also wir als Künstler, wir geben ja immer unsere Kunst einfach so raus und oder ich mache das oft. Meine Songs sind ja auch mehr oder weniger umsonst. Ich glaube, für einen Stream gibt es 0,003 Cent. Oder bei iTunes und wie es auch alles heißt. Also da ist nicht wirklich Geld zu erwarten. Ich mache das hier alles mehr oder weniger umsonst und ich freue mich über jeden, der bei Patreon vorbeikommt und mich unterstützt und so. Das ist, ich finde es einfach wahnsinnig toll, dass es Leute gibt, die sowas machen. Die einfach sagen, auch das ist mir was wert. Ja. Und es ist ja, also für mich persönlich ist es auch mehr als diese Wertschätzung, die durch das Geld rüberkommt. Es ist einfach auch eine Wertschätzung natürlich auf der einen Seite, aber ich finde es auch toll, dass man mit den Leuten auch Kontakt hat. Also, ich liebe das bei mir im Patreon-Chat. Da ist nicht viel, aber wir sind ja nur eine ganz kleine Community. Ich glaube, 18 Leute sind es mittlerweile. Einer ist Finne übrigens, witzigerweise. Ja, was da so an Ideen kommt und was für Wünsche geäußert werden und wie manchmal ein Gespräch zusammenkommt und dann geht es einem nicht so gut und dann kriegt er von allen Knuddeln und sowas. Also ich finde das wunderbar, dass wir sowas mittlerweile auf, ja, durch das Internet und durch diese Vernetzung, die Globalisierung, dass das alles möglich ist. Ja, dafür bin ich auch unglaublich dankbar. Ja. Das ist ja auch genau wie bei dir freiwillig. Also ich kann meine Karten natürlich nicht alle verschenken, aber man hat ja auch nicht das Geld, sich jetzt eine Karte anfertigen zu lassen. Das kostet ja auch ein bisschen Ja. was. Dann gibt es halt die Möglichkeit, dass man die Prints davon kauft. Die sind natürlich deutlich günstiger, aber es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, cool, deine Prints sehen auch schick aus, aber ich brauche eigentlich gar keinen Print, weil ja, habe keinen Bedarf oder ich spiele nicht, ich schaue einfach nur gerne zu. Aber ich würde dir gerne irgendwas dafür geben, dass du so viel machst. Und da freue ich mich auch drüber. Aber ich freue mich auch über die Leute, die einfach nur im Chat dabei sind und Ja. mir Ideen geben, Inspirationen. Das sind jetzt nicht nur die, die jetzt irgendwie Geld da lassen. Natürlich, man muss ja irgendwie leben. Aber das ist natürlich ein schönes Beigeschenk. Aber ich freue mich halt einfach nur auch über diesen Austausch und dass da so viele neue, tolle Dinge entstehen. Das motiviert auch. Also es gibt ja auch so Tage, wahrscheinlich kennst du das, da sitzt du da und denkst so, ja, so müsstest eigentlich was arbeiten. Aber so irgendwie, ach, egal was man anpackt, bei mir ist es dann, ich fange dann fünfmal eine Zeichnung an, denke jedes Mal, oh, das sieht aber richtig Müll aus. Sitze 3 Stunden verzweifelt, denke mir, sag mal, hast du alles verlernt? Kriegst du nichts auf die Reihe? Und dann lasse ich es einfach. Und dann weiß ich aber, oh, ich habe angekündigt, ich streame abends. Naja, gut, okay, ist ja kein Problem. Und dann mache ich den Chat auf, komme 5 Minuten später rein, starte den Stream, denke so, was ist denn hier los? Und dann sind da die Leute und warten schon und freuen sich dann. Und ja, dann fange ich halt irgendwas an und dann kommen so viele Ideen, dass ich dann denke, oh wow, der Knoten ist geplatzt, den ich vorhin noch hatte und dachte, was ist los? Ich komme nicht weiter. Und dann kommt halt so viel rüber und das motiviert ungemein. Also auch an Tagen, wo es einem dann mal blöd geht, geht es einem plötzlich wieder besser. Also bei mir ist es zumindest so. Ja, und ich verquatsche mich auch sehr gerne. Das stimmt, Fenrir. Nee, Belindra hat es geschrieben. Ja, die halten mich auch gerne vom Zeichnen ab. Aber ich finde, das ist ja auch nicht einfach nur so ein reiner Stream, wo ich zeichne und bitte seid ruhig und guckt mir zu, sondern ich lebe ja auch von der Interaktion. Und Ja. deswegen ist das schon okay, wenn ihr mich vom Zeichnen abhaltet. Ein bisschen zeichnen tue ich ja trotzdem. Ja, und man nimmt ja auch aus den Streams relativ viel mit, finde ich. Also Ja. an Ideen, an Input, an menschlicher Nähe, soweit man das jetzt hier online menschliche Nähe nennen kann. Ich weiß, ich kenne keinen besseren Ausdruck, aber es kommt ja ganz viel dabei rum, wenn man mit netten Menschen spricht, finde ich. Ja, definitiv. Tja, und dann kommen halt auch kreative Sachen wie angefangen mit einer einfachen Stadt, plötzlich wohnt da eine Community drin, die natürlich jetzt auch irgendwann mal hoffen, dass ich irgendwas für sie da drinnen leite oder Tavernabend mit ihnen da drinnen. Aber meine Güte, ihr habt Ideen, ihr müsst das auch irgendwie umsetzen können. Ja, sehr witzig. Also ich habe jetzt auch gerade eine Idee gehabt, die sage ich dir einfach, die schenke ich dir jetzt. Mal gucken, ob du sie Okay. magst. Es gibt ja in der Lurch und Lama Community jemand, der Bier braut. Ah,
Jetzt, Leute, jetzt. habt ihr das gehört? Ich finde, man kann ja vielleicht mal fragen, ob er nicht für euch eine Special Edition Aalbier macht oder sowas. Zum alten Aal. Ach, das ist ja. Ja, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ist mir sofort gerade Muss ich jetzt eingefallen, dass du ehrlich gesagt erzählt hast. gestehen, ja. Stimmt, es gibt einen, der Bier braut, es gibt ja einen eigenen Big Bier. Genau, und da ist Ja, er, ach Big ja, Bear. stimmt. Ja. Ja, einen runden alten Aal für Aale, ja, genau. Ah Mann, ja, vielen Dank, das ist total spannend und ich genieße das hier total, einfach dir zuzuhören. Komme ich schon so ein bisschen überflüssig vor, dass ich überhaupt nichts sage, Ach, aber Quatsch. es ist total nett. Ich muss mal eben ganz kurz auf meinen Zettel gucken. Ja, man verquatscht sich mit mir, ich merke das schon. Ich höre aber auch einfach gerne zu. Also ich bin jemand, der wirklich gerne zuhört mal. Aber manchmal, es ist ja ein Stream, ich möchte auch so ein bisschen Input geben. Deswegen geht es nicht nur. Du hast es schon so ein bisschen gesagt, aber ich hätte es gerne noch einmal ein bisschen klarer. Welchen Einfluss hat deine Community auf diese Bilder? Mittlerweile tatsächlich einen größeren. Also am Ja. Anfang stand halt die Idee, so eine grobe Idee im Raum. Ich will halt einfach mal coole Namen verteilen können in einer eigenen Stadt, ohne dass Stadt gibt's doch schon und die Straße, da gibt's dort nicht. Ich wollte halt wirklich losgelöst von einem System, obwohl ich ein System im Hinterkopf hatte, wollte ich halt einen eigenen Bereich haben, wo ich mich austoben kann und sagen kann, hey, ist aber meine Baronie. Ich baue da auf und das mache ich so. Und mittlerweile hat die Community Tatsache einen größeren Einfluss, was ich aber auch überhaupt nicht schlimm finde, denn die geben einem manchmal neuen Input und lassen einen so neue Wege beschreiten, wo man vielleicht selber gar nicht draufkommt, wo man vielleicht auch immer im Kopf immer nur diesen einen Weg gegangen ist und gedacht hat, naja, das ist doch cool so, und aus der eigenen Sicht nur das gesehen hat. Und jetzt kommen plötzlich verschiedene Leute von überall her, aus verschiedenen Spielsystemen, wenn es jetzt Rollenspieler und Rollenspielerinnen sind, und sagen, ach, ich erzähle dir mal eine Geschichte, was bei uns mal passiert ist. Und ich fände es ja mal cool, wenn. Und dann denke ich mir so, stimmt, dieses System habe ich nie ausprobiert, ist ja eine coole Idee. Ja, da kann man bestimmt irgendwas draus basteln. Und von daher, der Grundgedanke ist weiterhin meins, ist auch weiterhin noch meine Baronie. Aber ich lasse immer mehr Leute rein und daran teilhaben. Und dadurch wird sie immer lebendiger. Ja. Ja, also auch nicht nur in meinem Kopf, sondern allgemein. Und auch vor allem wird sie für andere lebendiger. Und wenn dann die Leute dann sagen, ach cool, du hast ja Prinz von den Stadt. Ich möchte jetzt gerne zu Hause mit meinen Leuten, die mit der Community zwar nichts zu tun haben, aber mit meinen Leuten würde ich gerne mal in der Baronie spielen. Und mir dann hinterher erzählen, ach, das und das ist da passiert und dann war das und das und ich habe noch das und das eingebaut und plopp, denke ich mir, ach cool, das hast du eingebaut, finde ich gut. Bei der Baroniekarte, die habe ich zusammen mit den Leuten im Stream gemacht. Also ich wusste, wo die Orte liegen, die mussten da bleiben, das habe ich ihnen auch gesagt. Also wie der Aufbau grob ist, bleibt, das ist meine Baronie, da kann ich jetzt nichts mehr ändern. Aber die haben so Sachen gemacht wie, ja, willst du da nicht einen Obelisk in einem See mitten im Wald haben? Das wäre nur eine coole Idee. Und zack, plötzlich war ein Obelisk mitten im Wald in einem See da. Der war vorher nicht da, aber er ist jetzt da. Und wenn die Leute da Interesse daran haben, das in ihrer Welt dann irgendwie mit Leben zu besetzen, ja, warum nicht? Umso besser. Also von daher, die haben einen sehr großen Einfluss mittlerweile. Ich finde das auch total schön, weil also die Art so zu arbeiten ist ja, dass man auf der einen Seite einen Input kriegt, aber auf der anderen Seite immer noch die künstlerische Freiheit hat zu sagen, entweder, nee, ich mache das nicht oder es liegt mir nicht. Könnte man, ne? Kann man zumindest. Oder ich finde es unpassend. Man hat immer noch die Eigenmacht, das zu tun. Und man hat auf der anderen Seite aber ganz viel Input. Und das finde ich total spannend. Und das liebe ich auch an Patreon, weil das sind so die Sachen, die, ja, wenn ich jetzt bei einer Plattenfirma wäre, dann müsste ich vielleicht irgendwie 10 Hits der 90er schreiben. Der 90er Jahre oder sowas. Ne? Martin, mach mal was in die Richtung und mach das bitte so und so. Und dann mache ich das und dann kommt sogar noch einer und sagt, ja, aber wir müssen dann nochmal jemanden dran setzen, der es nochmal anders produziert oder sowas. Das heißt, ich wäre komplett eingeschränkt in meiner Freiheit. Ja. Und auf dem Patreon oder auf dem Twitch-Kanal ist ja egal, ob jetzt die Leute Geld dafür geben oder nicht, aber das Schöne daran ist, du hast diesen Input auf der einen Seite, du hast Ideen, du wirst auf neue Sachen gebracht, das stößt ja bei uns auch immer was an, finde ich. Ne? Es ist ja nicht nur so, dass man eine Idee kriegt, sondern die Idee stößt ja auch noch mal drei neue Ideen an oft.
Ich habe hier Tatsache nebendran immer eine Liste liegen. Manchmal gibt es hier auch so, es gab eine Karte, die, da hatte ich eine Grundidee. Ich habe also zwei Sachen. Ich wusste nicht, was ich in dem Stream machen soll, weil das Projekt war gerade abgeschlossen. Und ich hatte so zwei Dinge. Ich habe gesagt, ihr könnt einmal, hier, ich habe so eine Skizze von einem Wasserfalldorf oder unter so ein Querschnitt, so ein Dungeon. Worauf habt ihr Bock? Ich kann mich nicht entscheiden. Und dann haben die sich dafür entschieden, ich soll ein Wasserfalldorf machen. Und das war auch nur eine grobe Skizze. Und dann habe ich halt angefangen. Ich so, okay, cool, ja, das ist nur sehr grob. Und habt ihr Lust, mit mir das aufzubauen? Und ich brauchte die nicht zweimal bitten. Plötzlich war der ganze Chat voll mit Ideen. Ich habe auf einer Liste mitgeschrieben. Ich konnte gar nicht so viel umsetzen, wie ich an Ideen bekommen habe. Und diese Sachen, die ich nicht einbauen konnte, da ist es was. Ja, das ist das Zwei Löwen am Rosenfall. Der Name kommt auch von einem aus dem Chat. Sehr kreativ. Wurde dann auch gewählt von der ganzen Community. Und die hatten so viele Ideen, dass ich auf einer Liste das aufgeschrieben habe und habe gesagt, ich kann leider nicht alles aufnehmen, sonst das Bild ist zu voll. Ja. Aber die Sachen, die jetzt hier nicht drinne vorkommen, ich habe noch so viele plötzlich andere Ideen, die ich dann da einbaue. Und die Community hat dann auch angefangen, die Häuser zu besetzen. Also die haben dann beschlossen, dass da ein Rabenvolk wohnt, außer in dem einen Haus, da wohnt eine Lachsdame. Ich habe damit nichts zu tun. Und dann haben sie angefangen, den Namen zu geben. Und einer aus dem Chat hat dann Tatsache auch eine kleine Geschichte um die Entstehung des Namens geschrieben, warum es Zwei Löwen am Rosenfall heißt. Und das finde ich, das hat mich so berührt, das fand ich so toll. Ich habe doch einfach nur ein Bild gemalt. Ich habe doch nur Ideen umgesetzt. Okay, ein Teil von mir ist ja da auch drin, aber das ist wieder typisch der Einfluss, den du angesprochen Ja. hattest, den die Community hat. Es ist trotzdem noch mein Werk. Ich hatte ja eine Grundidee, aber ich lasse mich gerne inspirieren und baue auch lieb gerne kleine Details ein, wo die Leute hinterher sagen: Guck mal, das kleine Haus. Das war meine Idee. Und die Hängebrücke, die habe ich gesagt. Und der Transportkorb zum Hochziehen, das kam von mir. Und die freuen sich dann drauf. Das ist halt, ja, das macht halt einfach Spaß. Also ich möchte es nicht mehr missen, diesen intensiven Austausch, den ich habe. Klar, ich könnte auch kreativ sein ohne, aber es macht viel mehr Spaß, wenn man im Austausch steht. Das ist auch ein Antrieb, was zu machen, ne? Ja, ist es Tatsache. Also ich habe, als ich mit Patreon angefangen habe, da habe ich auch nur einen kleinen Kreis, aber den liebe ich auch, weil die unterstützen mich und das finde ich super klasse. Und ich habe halt ja, immer überlegt, was könnte ich denen denn anbieten und was könnte ich dann für neue Karten zeigen. Also verschiedene Stufen haben bei mir den Zugang zu verschiedenen Karten und jetzt mitten im Stream, da kommen so viele Sachen. Ich habe irgendwann mal gefragt, was für Karten wollt ihr denn sehen? Eine DIN A4-Seite ist voll gewesen. Ich habe an den Rand weitergeschrieben, was ihr alles sehen wollt. Ich so, okay, ich kann die nächsten 20 Jahre streamen, ich habe genug Material. Und dann nehme ich mir immer Sachen raus und denke mir, meine Patreons kriegen ja wieder eine kolorierte Karte als digitale Versionen. Was mache ich denn da? Ach cool, ich gucke doch einfach mal an die Liste. Mensch, der und der hatte doch das vorgeschlagen. Das kann ich auch parallel im Stream schön zeigen. Ja. Ist ja nicht geheim oder so. Und ja, das ist die Inspiration, die Motivation, definitiv. Ja, und total transparent. Das Ja. mag ich ja auch gerne. Also es ist ja, also Transparenz finde ich, für mich ist ein Vertrauen ein großes Thema. Also weil ich bin ein Mensch, der sehr vertrauenswürdig ist. Also wenn jetzt mal kommen würde, würde mich bescheißen wollen, das würde wahrscheinlich klappen. Weil ich einfach den Leuten glaube, also ich hatte auch am Anfang mal einen Patreon, der kam rein, hatte noch nicht bezahlt, hat sich alles runtergeladen, ist wieder gegangen. Weil das am Anfang so eingestellt war und so. War bei mir auch, hatte ich Ja. auch. Danach habe ich es geändert. Ja, aber ehrlich gesagt, es ist mir auch ein bisschen, ist natürlich schade auf der einen Seite und ich finde es auch ein bisschen unverschämt und menschlich ist das nicht so mein Ding, wenn jemand sowas Nee. macht. Also ich würde es nicht machen, aber es ist mir an sich auch ein bisschen wurscht. Weil Na, ganz wurscht nicht, weil ich finde es frech. ja. Eigentlich. Also mir ist es tatsächlich auch passiert und seitdem mache ich es so, dass am Ende des Monats diese digitalen Karten oder die Bewohner oder die Battle Maps, die ich verschicke, dass ich die Tatsache per Mail an die Leute schicke, wo ich genau in der Liste sehe, die sind da. Weil, na klar, reinkommen, am besten das Günstigste bezahlen, alles abgreifen und dann wieder rausgehen und nach dem Motto, tschüss ihr Leute, finde ich halt auch nicht fair. Also ich würde sowas grundsätzlich nicht machen und deswegen war es am Anfang halt auch so eingestellt, aber das habe ich dann geändert. Ich gesagt habe, nee, ganz so dreist geht's mal hier nicht, weil es gibt ja Patreons, die sind von Anfang an dabei und zahlen wirklich jeden Monat mir ein kleines Geld
und kriegen dafür auch dann ihre Belohnung, ihre Geschenke. Und das ist ja unfair, wenn die dann sehen, ach so, cool, ich brauche ja nur einen Monat bezahlen. Das ist ja für die auch blöd. Und deswegen habe ich tatsächlich geändert, weil ich gedacht habe, nee, ich bestrafe die ja dann, dass sie monatlich wirklich weiter bezahlen, wenn einer reinkommen kann und kann dann mal eben, keine Ahnung, 20 Karten abgreifen und geht dann wieder. Und die haben sich die Mühe gemacht, mir jeden Monat ein bisschen Geld zu geben. Also deswegen habe ich Ja. das, diese Einstellung. Ich kann dann natürlich verstehen, was du sagst oder wie du es meinst, aber für mich kommt es tatsächlich nicht in Frage, nicht weil ich irgendwie geizig bin oder das anderen nicht gönne, sondern weil ich halt denke, nee, da gibt es welche, die sagen, hey, ich zahle gerne dieses Geld, damit ich halt diese Sonderkarten kriege, die es sonst gar nicht gibt. Also ich habe ja nicht alle Karten als Print vorrätig, sondern halt, es gibt manche nur als digitale Version und die kriegen halt nur die Patreons, die kriegen keine anderen. Und das sollte dann Tatsache auch exklusiv für die sein, die dann sagen, ja, und dafür bin ich bereit, auch ein bisschen Geld zu zahlen. Ja, und bei mir gibt es dafür die Alben, die gebe ich auch nur so raus, also nur an die entsprechenden Level sozusagen. Aber ich, was ich mir sagen will, ich möchte mich nicht ändern, ich möchte nicht weniger vertrauensselig sein oder nur weil das jemand mal gemacht hat. Das ist so mein Ich Punkt, weiß, ja. worauf du hinaus Ja. willst. Ja. Ja, ich möchte eigentlich auch lieber vertrauen, aber ich weiß, dass nicht alle Menschen da Ja. draußen wirklich so gut sind. Und deswegen sagen wir es mal so, ich bin trotzdem ein offener Mensch und Ja. gebe auch gerne, aber ich bin trotzdem ein bisschen vorsichtiger geworden. Also ich glaube nicht, dass hinter jedem Zweiten irgendwer lauert, der einfach sich nur bedienen will. Ach cool, da hat jemand schöne Karte gezeichnet und die nutze ich jetzt mal schön für mich alleine und verbreite es auch noch an meine Kumpels, dann haben die das auch alle. Ich glaube nicht, dass ein Großteil davon ist, aber es gibt halt einen Nein. Teil. Ja. Und die möchte ich einfach nicht noch belohnen dafür, dass sie halt so dreist sind, sondern da belohne ich lieber die, wo ich halt auch weiß, die wertschätzen das. Und deswegen bin ich etwas misstrauischer geworden, aber nicht so, dass ich mich verschließen würde, weil das wäre dann auch nicht ich. Dann würde ich mich ver. Genau. Ich glaube, dann würde ich gar nichts machen und das will ich auch gar nicht. Ich möchte, dass die Leute dann mit meinen Sachen auch ein bisschen was machen können. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute, die sich dann alles runterladen, das auch manchmal gar nicht nutzen. Kann gut möglich sein. Weil es umsonst war. Von daher denke ich auch mal, Ja. ist ja auch ein bisschen egal. Nein, es ist natürlich nicht gegenüber den anderen egal, aber ja, für mich ist es so ein bisschen, dass ich denke, ja. Aber ich habe es jetzt klar gemacht. Und es ist ja auch gar nicht so das Hauptthema des Streams. Ich guck mal, was war. Nee. Also, was ich jetzt mitgekriegt hast, du malst Karten und du malst Charaktere. Ja. Auch wunderbarerweise meine tolle Bardin. Die darfst du übrigens, wenn du das magst. Ich habe die ja und ich freue mich auch, wenn die woanders lebt. Die darfst du gerne benutzen, wenn du sie irgendwo brauchen kannst. Die kommt bestimmt in der schwarzen Laute sehr gut zur Geltung, weil die nehmen nicht da nur erlesene Leute. Da darf nicht jeder auftreten. Das ist ein bisschen gehobener. Da wird sie bestimmt mal in irgendeinem Abenteuer auftreten. Super. Hundertprozentig. Ist genehmigt sozusagen von meiner Seite. Also Sehr gut. ich find das sehr schön, wenn das passiert und wenn ich ins Stream reinkommen würde und würde sehen, dass meine Bardin da rumläuft, würde ich mich nicht ärgern und denken, das ist doch mein Copy und das habe ich doch. Ne? Ich würde nur denken, ach, wie schön, die lebt da noch. Ich glaube, das geht auch vielen anderen Leuten so. Genau, du machst die beiden Sachen, Karten und Charaktere. Machst du noch irgendwas anderes? Ich schere langsam ein bisschen aus. Das heißt nicht, dass ich meine Karten und so das nicht mehr mache. Das bleibt weiterhin mein Hauptmerkmal bleiben. Aber ich versuche meine Techniken weiter auszureizen und habe angefangen, auch andere Sachen zu zeichnen. Die sind auch teilweise gar nicht öffentlich, aber ich habe zum Beispiel mal begonnen. Das hat noch keiner weiter groß gesehen. Mit den Markern, die ich habe. Zeichnen. Und zwar, dass es nicht aussieht wie mit einem Marker ein Sonnenuntergang gezeichnet, sondern dass es etwas schicker aussieht. Also ich probiere mich auch in anderen Bereichen. Das ist jetzt nicht das Hauptsache, sondern es ist einfach nur, um meine Technik weiter auszufeilen. Ich denke immer, die Marker können bestimmt noch ein bisschen mehr als das, was ich kann. Und schweife dann ab. Also dann habe ich auch schon, ja, Tiere habe ich schon gezeichnet, also auch echte Tierporträts und die dann Geschenke waren. Ja. Also ich habe dann ein Foto bekommen von einem Hundekopf, also mehrere verschiedene, damit ich es aus verschiedenen Richtungen sehen konnte und habe dann daraus halt einen Ausschnitt ausgewählt und habe dann diesen Originalhund auch gezeichnet und das wurde verschenkt. Oh, wie Also schön. solche Sachen, also zweimal sogar. Also sowas mache ich tatsächlich auch, weil ich halt sehr gerne Fell zeichne. Und aber auch sowas wie
Ja, meine Karten wandeln sich auch ein bisschen. Was ihr jetzt hier die ganze Zeit gesehen habt, war ja diese typische Vogelperspektive. Man schaut von oben auf eine Karte drauf und sieht halt die Dächer von oben und das war's auch. Und jetzt habe ich angefangen, das erste Mal eine isometrische Karte zu zeichnen. Das heißt, es ist dieser Winkel, also diese Perspektive wird geändert, sodass man schräg drauf schaut. Und zwar nicht so, dass es dann nach hinten sich verjüngt, sondern isometrisch heißt, dass alles gleich bleibt. Das heißt, alle Häuser, egal auf welchem Teil der Karte sie befinden, sind gleich groß. ISO gleich. Also das ist halt, das ist eine aufgeklappte Karte, die man nicht vergleichen kann mit der Perspektive, die man sehen würde, wenn man zum Beispiel auf einem Hügel steht und in das Dorf runterschaut. Sondern es ist eine aufgeklappte Karte, wo alle der Maßstab immer 1:1 gleich bleibt und nicht nach hinten sich verjüngt. Und das sind so Experimente, und das habe ich mitten im Stream angefangen. Also das habe ich nicht zu Hause heimlich probiert und dann mal gezeigt, sondern ich habe mir gedacht, ich gebe mir heute mal wieder richtig. Ich probiere mal wieder im Stream live vor der Kamera, wo ich nicht weg kann. Und wenn ich einen Fehler mache, sieht es jeder. Aber es war mir egal. Damit die Leute auch sehen, ich muss dafür auch üben. Also ich kann es nicht einfach so, sondern ich übe und probiere und ich stürze auch mal und ich mache auch mal Mist und versaue ein Bild. Aber dann fange ich halt von vorne an. Und an diesem Prozess dürfen die halt teilnehmen. Und da ist dann natürlich ja, Burg Fjelfenstein entstanden. Das ist dann meine ganz andere Karte, die ich gezeichnet habe. Also solche Sachen mache ich halt auch. Also das Dann sind zwar gucke wieder Karten, aber. ich mal kurz, ob ich die Burg eben hier sehe. Ja, nee, leider habe ich die in diesem Ordner jetzt nicht drin. Dummerweise, sonst hätte ich die Kein gerne Problem. gezeigt. Ja, aber das ist ja total spannend. Und ich habe gesehen, dass du auch Sachen gefilzt hast jetzt vor kurzem. Ist das richtig? Ja, stimmt. Ich hatte einfach mal Lust, was anderes zu zeigen. Das war an Halloween. Da habe ich Kürbis gefilzt mit der Nadel und mit der Hand. Ich habe gedacht, okay, es ist Halloween. Bestimmt haben viele auch keine Zeit, sind auf irgendwelchen Partys oder spielen oder was auch immer. Also in Berlin gibt es ja keinen frei, weder an Halloween noch an dem Tag danach. Und dann dachte ich mir, aber ich habe jetzt so Lust zu streamen, weil ich zweimal die Woche streame, immer meistens einmal am Anfang und dann nochmal Mitte, Ende der Woche. Ich gebe das meistens über Social Media bekannt. Immer morgens schreibe ich dann immer so Leute, wer Bock hat, heute Abend ab 19 Uhr, 19:30 Uhr, 20, je nachdem, wann ich dann Zeit habe, bin ich wieder online, schaut doch gerne mal vorbei. Und an Halloween habe ich überlegt, was machst du denn da? Meine, die Halloween-Karte habe ich schon fertig. Die habe ich ja schon im Stream, das war Burg Schlotterstein, das Gegenstück zu Burg Fjelfenstein, die böse Schwester in der Parallelwelt. Die habe ich auch im Stream, das ist ein Wimmelbild geworden, ein sehr absurdes Bild, aber es hat Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, ach, ich habe jetzt einen Tag zuvor angefangen, mal wieder nach langer Zeit zu filzen mit der Nadel und habe halt im Stream angefangen, Kürbis. Also das konnten auch wieder die Leute im Chat auswählen, was sie haben wollen. Und einen Kürbis mit Fratze gefilzt. Habe ich auch in 3 Stunden geschafft. Ich bin sogar zufrieden mit der Arbeit. Also ich bin allgemein kreativ. Ich zeichne nicht nur, sondern ich bastel auch furchtbar gerne. Es gab am Anfang, als ich angefangen habe zu streamen, noch die Optionen, dass man 4 Punkte mich zwingen konnte. Das ist ja ein Kranich, Origami-mäßig. Im Stream Mit Zwang. falte. Tatsächlich muss ich sagen, da sind wir ein bisschen unterschiedlich. Ich liebe Musik und ich mache dann auch nur Musik. Ja. Aber andererseits natürlich, wenn ich jetzt genau überlege, ist es nicht so anders, weil ich mache natürlich nicht nur Fantasy-Musik, ich mache auch chillige Musik. Ich habe ein komplettes Album, was komplett verschwunden ist jetzt über Corona sozusagen. Kopfkino habe ich geschrieben, fällt mir gerade ein, was einen ganz anderen Sound hat. Es klingt auch so ein bisschen wie Kino, sage ich mal. Aber es ist komplett anders als andere Sachen. Aber könnt ihr auch gerne reingucken auf meiner Website wie die20.com, die20sounds.com. Da gibt es ein paar spannende Sachen. Und ja, ich mache auch mal Popmusik und ich habe eine Band, die gelegentlich mal auftritt, die spielt Blues und Oh, cool. ja, ich bin ein sehr großer Freund von Bluesmusik. Auch Dankeschön, Ralf schreibt gerade, Martin macht tolle Musik. Wie Ja, nett. das höre ich jedes Mal im Stream oder fast jedes Mal, dass die Leute sagen, ach, die Musik, ist ja dann immer eingeblendet, dass sie von dir ist. Ich verlinke dich ja immer, ich mache ja auch mal schön Werbung für dich, weil ich deine Musik halt auch toll finde. Und jetzt so oft, dass die Leute reinkommen, auch die zum ersten Mal da sind, die mich irgendwie durch Zufall gefunden haben, die dann sagen, ach, das ist ja entspannte Musik hier, die passt ja toll zu dem, was du da machst. Und für mich ist es auch unglaublich wichtig,
dass ich Musik dabei habe, weil selbst wenn ich nicht streame, wenn ich ganz alleine hier zu Hause sitze mit meinem Stall voll Tieren, den ich hier habe, habe ich immer Musik an und immer ganz oft passend zu dem, was ich gerade zeichne. Das hilft mir manchmal auch, so auf andere Gedankengänge zu kommen, auch mal abzuschalten. Also was ganz furchtbar ist, irgendwie wenn Nachrichten nebenbei laufen, das ist dann immer ganz schrecklich. Ich muss mich dann immer ausmachen und dann habe ich gerne halt Filmmusik, Rollenspielmusik, auch die Musik von dir an und lass mich dann davon inspirieren. Und dann habe ich mir auch das Gefühl, dass der Stift immer noch viel einfacher und leichter über das Blatt gleitet. Und als du mir das okay gegeben hast, dass ich die Musik von dir verwenden darf, war das für mich natürlich toll. Weil wenn man streamt, ich habe die Kopfhörer auf, aber ich höre ja niemand anderen. Ich gucke in den Chat und sehe, die Leute reagieren auf mich, stellen mir auch mal Fragen. Das kann man jederzeit machen, auch so Techniken oder allgemein so Fragen. Aber ansonsten rede ich ja mit mir selber und ich höre nichts anderes. Und das war am Anfang immer so, Mist, was mache ich denn? Das ist so still für mich. Ich mag nicht, dass es so still ist. Ich möchte gerne irgendwas hören. Und dann hast du gesagt, ja komm, nimm doch meine Musik, verlink mich, wäre cool. Und ich so, na, das ist ja wohl das Mindeste. Und seitdem die Musik läuft, habe ich das Gefühl, läuft das doch besser. Und dann kriege ich jedes Mal mit, wie die Leute sagen, aber die Musik ist aber toll. Und ich so, ja, ist von Martin. Geht mal auf seine Seite. Er hat ganz tolle Musik. Und Ah, Mann. ja. Leute, ihr seid total lieb zu mir. Vielen, vielen Dank. Ich lese hier gerade zwischendurch, während ich dir zuhöre, diese ganzen total netten Kommentare. Was Ralf schreibt, Vollblutmusiker, was der Tempo raushaut, voller Respekt. Ich versuche tatsächlich jede Woche einen Song bei YouTube rauszubringen. Das ist mir jetzt über fast 2 Jahre geglückt. Noch sind die 2 Jahre nicht voll, aber es sind, glaube ich, mittlerweile so 130 Stücke oder sowas. Und ich habe nebenbei noch ein Album geschrieben. Und ja, ich kann das nicht anders. Seit ich das so intensiv mache, also früher waren es die Auftritte, das ist jetzt so ein bisschen weggefallen seit Corona. Ich habe früher so zwischen 80 und 150 Auftritte im Jahr gespielt. Dann, Wow, ja, beeindruckend, cool. das war Fehlt richtig dir viel. das? Fehlt dir das mittlerweile so ein bisschen oder ist es abgelöst worden? Es ist beides. Tatsächlich, die Ersatzbefriedigung ist Stream und weil ich da den Kontakt habe und Musik schreiben hier. Hm? Ich habe auch zum Schluss nicht mehr so viel zu gespielt, jetzt auch nicht nur vor Corona aufgehört, sondern ich habe 2012 haben meine Frau und ich einen Wechsel gemacht in der Beziehung. Das heißt, ich habe vorher das Geld verdient und sie hat mir die Kinder gemacht. Und seit 2012 habe ich auch nochmal angefangen, Psychologie zu studieren. Ich habe einen Bachelor in der Psychologie gemacht und Cool. ja, im Alter nochmal studiert. Ich bin jetzt 58, mit 53 war ich fertig, glaube ich. Und jetzt verdient meine Frau das Geld hauptsächlich und ich bin für die Kinder da und mache Musik und versuche natürlich auch hier mit dem, was ich mache, Geld zu verdienen und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir beide was verdienen. Was Ja, na, das aber. ist doch eine schöne Teilung, dass es funktioniert bei euch, das ist doch super. Ja, Also. Das ist halt das ist. immer praktisch, ne? Also gerade was so Kreativität angeht und wie die bezahlt wird, das ist ja egal, ob man Musiker ist oder wie ich Künstlerin. Also es ist halt immer unglaublich abhängig von Aufträgen und gerade in Ja. diesen Zeiten, das ist eh schwierig. Verstehe ich auch, dass die Leute müssen halt auf ihr Geld gucken und dann fällt der Luxus wie, ich lasse mir mal ein Bild anfertigen, natürlich hinten weg, wenn man überlegen muss, ob man Heizung bezahlen kann und Ja. sonstiges. Und das sind dann natürlich nicht schöne Zeiten und das ist natürlich dann super, dass bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich bin nicht diejenige, die das große Geld ranbringt, noch nicht, ich arbeite dran. Aber ja, wenn ich Ja. meinen Freund nicht hätte, ne, also bin ich ihm auch unglaublich dankbar dafür, dass er mir den Rücken frei hält und sagt, hey, mach du mal, wenn du mal irgendwann deine Millionen verdienst, also er hat da noch Hoffnung an mich, dann kann ich ja aufhören zu arbeiten und dann leben wir von deinem Geld. Und ich muss dann immer schmunzeln und mal so, ja, danke für deinen Glauben. Ja. Millionen werden es wahrscheinlich nie sein, aber ja, wenn ich irgendwann mal ein bisschen davon leben kann, wäre schon schick. Also ich mache es mittlerweile hauptberuflich, habe vorher immer einen Brotjob gehabt und das hat mir unglaublich Zeit geraubt und Kreativität. Also das ging mir dann Tatsache irgendwann psychisch auch nicht mehr so gut, weil die Kreativität hinten wegfiel, weil ich nur noch gearbeitet habe in einem Job, der auch sehr schlecht bezahlt wurde und der mich auch wirklich unglücklich gemacht hat. Ich war gerne für mein Team da und habe alles gegeben, aber es wurde nicht wertgeschätzt von denen, die über mir waren. Nicht die, Ja. für die ich da war, sondern die anderen. Und
Es war, ja, also im Grunde genommen, es klingt jetzt blöd, aber in dem Fall hatte Corona was Positives, nachdem dann der Chef dann gemeint hat, oh, ich brauche dich jetzt nicht mehr, wir haben Corona, wir machen hier alle zu. Bis entlassen war das Tatsache das Beste, was mir passieren konnte, weil ich wäre selber nie rausgegangen, weil ich immer gedacht habe, aber ich muss doch Geld verdienen, ich muss doch meinen Beitrag dazu, ich kann das doch nicht nur meinem Partner überlassen. Und ja, dann war ich plötzlich nicht mehr angestellt dort, dann war ich draußen und dann dachte ich mir, okay, nutzt das mal als Chance. Jetzt probiere ich es mal, ob ich es irgendwie hinkriege. Und ich muss sagen, so gesundheitlich ging es mir nie besser. Ja. Geldlich, wir reden aber lieber nicht drüber, aber gesundheitlich, und das ist für mich irgendwie das Wichtigste, denn von dem Geld kann man mir auch nichts kaufen, wenn ich irgendwann krank bin. Aber wenn alles andere stimmt, ja, dann mache ich doch wohl alles richtig. Und über das andere, ich hoffe ja immer noch, dass es irgendwann mal rentiert. Aber für mich ist im Vordergrund Tatsache, es geht mir gut dabei, ich habe unglaublich viel Spaß. Auch viele meinten dann so, oh, warte mal ab, wenn du es dann machen musst, dann machst du es bestimmt nicht mehr gerne. Ich könnte mir nichts Besseres Irrtum, vorstellen. ja, ist ein Irrtum. Ja. Tatsächlich, ich genieße es auch sehr. Ich habe das große Glück, ich habe jetzt ab und zu mal an der Schule gearbeitet mit ein paar Stunden. Das waren, ja, so zwischen 6 und 12 Stunden habe ich da gemacht. Das war nicht so viel, dass es mich jetzt total eingeschränkt hat. Und die Stelle ist jetzt aber weg gerade. Und ich mache ja auch Organisationsentwicklung. Das heißt, ich gehe in Firmen rein und helft denen, dass sowas nicht passiert wie bei dir jetzt, ne? Dass dann irgendwie ein Chef sagt, ja, also eigentlich wollen wir dich überhaupt nicht haben und geh mal bitte, bitte. Also von daher kommt auch noch mal ab und zu was rein und die Organisationsentwicklung ist ja auch glücklicherweise ja, relativ gut bezahlt. Von daher bin ich ganz froh. Aber das könnte auch mehr werden, solange es mich tatsächlich, solange es mich nicht einschränkt. Ja. Das hatte ich ja erst. Und Ja. erst seitdem ich diesen Job auch nicht mehr habe, den Brotjob, wie ich es immer genannt habe, Ja. sind so viele Sachen in unglaublich kurzer Zeit entstanden. Vorher hatte ich so eine richtige Blockade. Also die Baronie und diese ganzen Städte in der Baronie existierten ja vorher schon, auch die Karten. 2018 war ja noch davor. Aber dass das jetzt so richtig auflebt und aufblüht und immer noch mehr dazu kommt und noch andere Dinge, die ich dann parallel mache, das ist erst in der Zeit danach so, ja, aufgeblüht und ja, meine Techniken haben sich dadurch natürlich auch besser, noch weiter verbessert, weil ich ja jetzt Zeit habe zu zeichnen. Und das hatte ich vorher nicht. Da habe ich vielleicht mal im Monat zwei, dreimal zeichnen können. Und das war dann auch eher so, oh, ich muss jetzt habe ich gerade frei. Das war sowas von unkreativ und Ja. unproduktiv und das ist jetzt weg. Ja, das, so ist das auch. Ich merke auch, dass ich, also ich habe jetzt tatsächlich, ich habe ja vor, als ich angefangen habe, das erste, was ich gemacht war für meine Gruppe, die, ich habe ein Abenteuer geleitet, Lost Mines of Phandelver, D&D-Abenteuer, die verlorene Minen von Phandalin heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Ja. Ja, und ich habe, weil ich dachte irgendwie, ach man, irgendwie, die kommen immer an mit Musik, die sie haben wollen, die ist ja irgendwie. Also hat mir nicht gefallen. Und da habe ich angefangen, für jede Szene, die ich so gesehen habe in diesem Modul, Musik zu schreiben. Und da es da Corona war, haben wir alles online gespielt oder fast alles online gespielt. Und ich konnte immer schön in Roll20 die jeweilige Musik zu der Szene einblenden. Und dieses Album, Praktisch. habe ich überlegt, dass ich das demnächst nochmal mischen werde. Ich habe euch ja auch gefragt, ich weiß nicht, ich glaube, du hast auch geantwortet bei mir. Ob ich das nochmal machen soll. Und Ja. es kamen ganz viele, haben gesagt, ja, ganz viele ist bei mir natürlich relativ, 3 oder 4 Leute haben es dann gesagt, mach das mal, das ist bestimmt spannend. Und ja, ich habe heute schon, ich habe schon dran gesessen, es ist so ein Projekt fürs nächste Jahr, habe ich gedacht. Es kommt immer darauf an, wie viel Arbeit ich noch habe. Ich habe tatsächlich auch einen bezahlten Auftrag demnächst mit Musik Cool. machen. Ja, ich freue mich total darüber. Und ja, es bleibt immer spannend, finde ich. Und Ja, da, definitiv. dadurch, dass ich jeden Tag, also ich sitze hier fast jeden Tag dran, außer als ich jetzt im Urlaub war, ich war ja in Kanada dieses Jahr, meine Tochter abholen. Außer wenn ich im Urlaub bin, sitze ich eigentlich fast jeden Tag dran und mache Musik. Und Ich glaube, meistens, wir müssen trinken. oh, ich muss mir nachschenken. Und meistens auch 3, 4, 5 Stunden oder so. Und ich merke natürlich auch, dass das dann besser wird. Also wenn ich mir neue Sachen anhöre, die klingen toller als die alten. Ja, aber ist bei mir genauso. Aber es ist ja auch in Ordnung. Und vor allem, man sieht dann auch den schönen Fortschritt, den man selber macht. Manchmal Ja. sieht man es ja gar nicht. Man sitzt vor einer Zeichnung und denkt, boah, die sieht blöd aus oder die Stadt ist ja nun gar nicht geworden. Und dann schaue ich mir mal
die Bilder davor und denke mir so, oh, okay, ich habe mich gerade umentschieden. Die Stadt ist doch besser geworden oder das Bild sieht doch viel besser aus. Man sieht seinen eigenen Fortschritt manchmal nicht und deswegen behalte ich gerne diese alten Sachen, um das dann zu vergleichen, um dann zu sagen, ja, das Alte war auch schön, ne? Das ist ja nicht plötzlich total schlecht. Aber man sieht den Fortschritt und ich teile sowas auch ganz gerne hin und wieder mal, ne? Damit die Leute auch sehen, guck mal hier, was ich hier mittlerweile für einen Fortschritt gemacht habe. So bei Figuren, das ist auch ganz oft so, weil ich halt doch weniger Figuren zeichnen kann. Jetzt mittlerweile sind es mehr geworden, die festgestellt haben, was, du machst ja nicht nur Karten. Ich habe gesehen, du kannst auch Charaktere zeichnen. Ja, cool, zeig mir mal bitte meinen Charakter. Kannst du das machen? Ich so, ja klar, kann ich das machen. Weil meistens die Leute immer nur sagen, ah ja, Charaktere gibt es ja schon wie Sand am Meer. Mach mal lieber eine handgezeichnete Karte. Und dann gibt es aber Leute, die wissen gar nicht, dass ich hier zum Beispiel hier dieses Roll-Up, das ist meine Elfe. Ja, mal ein bisschen hochgehen. Es ist Ja. meine, die spiele ich auch selber. Das ist Nerea von Herbstsonne mit ihrem Lux Kiro. Und ja, dann sagen die dann so, ach cool. Und dann vergleiche ich mal so ein altes Bild, was ich nun mal für mich gemacht Ja. habe, zeichne es nochmal neu und dann stelle ich fest, wow, okay, deine Skills werden besser. Klar, du Ja. machst ja jetzt fast nur noch das da. Und wenn man mit Leidenschaft, und das bin ich wahrscheinlich genau wie du auch an deiner Musik, wenn man mit Leidenschaft dran ist, dann steckt man da auch viel mehr rein und beißt sich da auch manchmal durch, weil es dann halt nicht einfach nur irgendeine Arbeit ist, sondern etwas, was einen ja auch glücklich macht. Man sieht es nicht, Ralf schreibt, man sieht es nicht. Ich würde gerne nochmal zu auffordern, ich gucke jetzt mal ein bisschen in den Chat. Wenn ihr noch Fragen habt an die Fay, dann schreibt doch jetzt eben rein. Ich würde es nämlich ansonsten gleich mal so langsam in Richtung Ende laufen lassen. Oh, Guck mal. unaufgeräumte Wohnung. Nee, ich mach mal die Kamera wieder zurück. Man sieht hinter dem Urlaub, dass die ganze Kram rumliegt. Ja, also wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es eben rein. Und ansonsten nähern wir uns gleich dem Ende. Ich warte noch eben ab, was so, was, ob noch was kommt. Das sieht übrigens total schön aus und ich finde es auch toll, dass es, wie groß ist es? Einen bestimmten 1,20 Meter oder 1,30 Meter oder sowas? Nee, 2 Meter ist das hoch. Wow. Die habe ich tatsächlich für Conventions anfertigen lassen. Ich war, bevor Corona losging, war ich tatsächlich auch schon auf 2 Conventions. Ich wollte gerade starten mit solchen Dingen und dann ging es ja für alle nicht. Und hatte aber schon diese Roll-ups angefertigt, dass man halt an einem Stand auch ein bisschen was sieht. Und ja, das ist meine Nerea-Wenn. Mittlerweile gibt es, also ich bin ja auf dem Lula-Discord, habe ich ja einen eigenen kleinen Kanal. Also bei den Künstlern oder bei den Artists allgemein so, Bei könnt mir ihr um die schauen, Ecke. da. Bei Faytiane und da könnt ihr nämlich, habe ich glaube ich zuletzt ein Bild gepostet, weil jemand danach gefragt hatte, wo man Nerea-Wen mit dem Kiro in sehr vertrauter Pose sehen kann. Also wer auf dem Lula-Discord schon ist, schaut gerne mal bei mir vorbei. Da schreibe ich auch rein, wenn ich wieder streame. Und wenn noch nicht da ist, einfach mal rüberkommen. Ist eine tolle Community da. Ich habe hier die erste Frage. Wann gibt es deine Baronie als Klemmbauset? Was, ich weiß nicht, was ein Klemmbauset ist, aber Ja, das ist die nette Umschreibung für Legosteine. Es gibt hier, also ich erzähle, also was ich in meinen Streams mache, ist zum Beispiel auch erklären, was ich mache. Und es gibt ja manche, die gucken meinen Stream, weil sie wissen wollen, wie zeichne ich, wie geht das, wie geht man mit Markern um? Und dann stellen sie auch gerne mal Fragen, so was ist für Papier, warum machst du diese Technik, warum machst du jenes? Und wenn halt keiner Fragen diesbezüglich stellt, dann, ich muss mich immer irgendwie unterhalten, ich mag nicht still sein. Also ich finde das in einem Stream irgendwie unheimlich, wenn ich nichts sage. Also da habe ich immer das Gefühl, die Leute schalten gleich wieder ab. Und dann erzähle ich Dinge. Und gestern Abend habe ich wieder gestreamt und da war diesmal die Frage, es gibt 5 große IKEA-Taschen, diese blauen Beutel kennen ja die meisten. Ja. Und die sind voll mit diesen Klemmbausteinen, also in dem Fall tatsächlich auch Legosteine. Die sind vom Flohmarkt gekauft. Und sie sollten mal raten, wie viele Kilo das sind. Und es kam halt, also ich habe es dann aufgelöst, es kamen einige ziemlich nah ran, weil sie überlegt haben, na ja, so 20 Kilo passt vielleicht in so einen Sack rein. Es sind 87 Kilo unsortiertes, noch ungewaschenes Flohmarkt-Klemmbaustein-Lego-Kram von alten Steinen bis neuen. Das ist nicht mein Projekt, sondern das ist das Projekt von meinem Freund. Und dann kamen die Dinge wie, was macht man denn damit? Und dann kamen Ideen mit, ja, Burg Fjellwindstein nachbauen oder meine Baronie nachbauen. Und bei 87 Kilo, da kann man doch bestimmt den alten Aal nachbauen und all solche Sachen. Da kommt die Frage her. Aber ich glaube, eine ganze Baronie nachzubauen, ich brauche unglaublich viele grüne Steine. So viele sind da noch gar nicht drin. Ich guck mal eben, wir sollen zusammen ein Speedpainting-Video machen. Ich weiß nicht, Okay. ich glaube nicht, dass mich jemand malen sehen möchte.
Genau, und ich mache Musik dazu. Nein, das wollt ihr nicht. Das wäre wahrscheinlich das ultimative Chaos. Ich male, du machst Musik. Ja. Und Milka Meli schreibt, finde ich auch so cool, sowas wie damals mit, wie ich damals mit Ski gemacht habe. Das kann ich kurz erzählen, was ich gemacht habe. Da haben wir so einen kleinen Wettbewerb gemacht. Chiraki hat sich ein Stück von mir genommen und hat dazu gemalt und hat was gemalt, was sie sich in, was in dem Stück gehört hat. Und wir haben dann, das fand ich auch schön, kamen auch tolle Sachen bei rum, haben dann die Leute aufgefordert, zu einem, ich hatte dann drei zur Auswahl, zu einem dieser Stücke sich was auszusuchen und dazu ein bisschen zu malen. Und dann kamen, aber beziehungsweise es kamen nicht nur gemalte Sachen, sondern kamen auch Geschichten bei rum und sowas. War auch sehr spannend. Also man sieht, es ist einfach eine total kreative Community. Wir sind nicht die einzigen Kreativen hier. Das stimmt, hier sind noch einige andere. Und Bierbrauer, zumindest einer. Ah, die Idee ist übrigens ziemlich cool. Man könnte mal fragen, vielleicht macht die Person das ja auch nicht, weil sie sagt, nee, nee, nur für privat. Aber dann so eine Edition und dann ist da dieses Etikett vom alten Aal drauf. Ich glaube, das ist die Krönung obendrauf. Dann steht hier noch Ed Fetiano, du überlegst doch noch an doch überlegst doch an einem Intro für deinen Stream. Vielleicht können wir in der nächsten Community-Ziel sein extra Musik. Ach so, das ne ob das nächste Community-Ziel extra Musik von mir ist. Ob sowas geht. Ah, da kann ich ja ein bisschen was verraten, denn tatsächlich soll er mir das irgendwann mal machen, aber ich brauche erst das Video. Er kann ja nicht aus der Luft raus irgendwas machen. Es soll ein besseres Intro, was heißt ein besseres? Es gibt halt immer diesen Startbildschirm, wo halt steht, der Stream beginnt in wenigen Minuten. Und ich hätte so gerne mal ein richtiges kleines Intro, wie es auch auf anderen Kanälen ist, sodass ich weiß, okay, jetzt sitze ich da, ich sitze dann, also es soll ja auch nicht ewig lang gehen, es geht 2 Minuten, so die letzten 2 Minuten läuft jetzt ein cooles Intro, wo man vielleicht ein paar Bilder sieht oder so. Und da ist natürlich mein Herzensmusiker, der liebe Martin, der das dann vielleicht mal unterlegt mit Musik. Ich kann da sogar noch ein bisschen mehr. Wenn du mir deine Bilder schickst, mache ich den Intro fertig. Ich muss nur sagen, wie lange und welche Bilder da reinkommen sollen. Aber Okay. das dauert nicht lange. Okay, ja, dann sollten wir mal offline sprechen. Da Das sprechen wir machen wir offline jetzt ja nicht drüber und online. dann mache ich direkt Musik da unten drunter. Ja, ah, Ja? cool. Ja, das ist natürlich klasse, weil das ist etwas, was meinem Stream noch ein bisschen fehlt. Ja, Martin, Hashtag Martin loben. Alle im Chat, Hashtag Martin loben, sowieso. Ja, dann. So, ich guck noch mal. Jetzt hört mal auf. Ist mir Nee, unangenehm. meine Community hört nicht auf, das kannst du vergessen. Ja. Gut, klingt interessant. Also es scheinen Leute Interesse daran zu haben, das zu machen. Genau, schick mir einfach Bilder, was du haben möchtest. Wenn du eine Reihenfolge hast, kannst du mir das auch schicken. Ich schneide das einfach schön zusammen. Und animieren kann ich das allerdings nicht, glaube ich. Also schon, dass die Bilder ineinander übergehen oder sowas, das kann ich machen, aber dass jetzt in einem Bild noch die Haare wehen oder sowas Ach Schickes, so, nee, nein, nein, das kann ich aber auch nicht. wie das denn oder Shiraki machen, das kann ich nicht. Nee, nee, das würde aber bei mir auch nicht passen, weil meine Bilder bewegen sich nicht. Ja, ich finde es, wir sind so langsam am Ende. Ich würde gerne noch wissen, was man auf deinem Patreon bekommt, weil ich möchte auch ein bisschen Werbung für dich machen, natürlich. So, Okay. was bekommt man, wenn man zu dir im Patreon, in den Patreon kommt, wenn man dein Also Patreon es wird? gibt jetzt, ja, es gibt halt verschiedene Stufen. Es gibt halt wirklich von angefangen von einem kleinen Beitrag, wo man auch Sachen zu sehen bekommt, die ich gar nicht woanders zeige. Also Ja. nicht nur Sneak Peek, dass sie vorher das bekommen, zu sehen bekommen, sondern halt auch Sachen, die ich sonst gar nicht zeige. Dann gibt es eine Stufe, die heißt Warrior. Da bekommt man jeden Monat eine Schwarz-Weiß, also eine Line Art Battlemap-Karte von mir per Okay. Mail zugeschickt, eine Stufe weiter. Also es gibt immer wieder auch Prozente. Ne? Also wenn man dann irgendwie einen Auftrag bei mir machen lässt oder wenn man sich Produkte bei mir kaufen will, also Print, Karten, Bierset, also Bierdeckelset, also es gibt ja einige Dinge, die ich da habe, dann kriegt man Prozente, je mehr man halt in der Stufe ansteigt. Und dann gibt es auch eine Stufe, da kriegt man jeden Monat einmal diese Line Art Karte, also es ist wirklich nur schwarze Linien, nichts ausgemalt und keine Schatten. Dann eine farbige, komplett kolorierte, so wie ihr sie gerade im Stream gesehen habt, Ja, also wow. digitale Version, plus einen Bewohner oder eine Bewohnerin.
Und dann gibt es noch eine Stufe oben drüber. Das ist dann der Bibliothekar. Da schalte ich Sachen frei, Step-by-Step-Tutorials. Wie koloriere ich zum Beispiel einen Lavasee? Und dann habe ich so kleine Bilder, wo ich halt wirklich in jedem Bild und schreibe dann eine Liste dazu. Jetzt speziell für die Marker, die ich verwende, welche ich verwendet habe. Und dann kann man Schritt für Schritt sehen, wie zum Beispiel ein Lavasee entsteht. Oder keine Ahnung, wie der Schatten bei dem Haus gemacht wird. Oder wie mache ich überhaupt einen Gutshof von oben? Wie mache ich den Gutshof von der Seite? Und solche Step-by-Step-Dinger gibt es tatsächlich bei mir. Sehr spannend. Oh, du bist auf Twitch, genau Ich wie bin ich auf jetzt gerade. Twitch. Genau, dann kann man gucken, zweimal die Woche. Wie nimmt man mit dir Kontakt auf, wenn man wissen möchte, wann die Termine sind? Also entweder ihr seid auch irgendwie auf Social Media unterwegs, Ja. bei Twitter oder dieses Alternativdingens, dieses Mastodon oder so Ja. ähnlich. Ne? Man weiß ja nicht, wie sich da so alles entwickelt. Auf Instagram bin ich. Instagram ist tatsächlich auch mit Facebook gekoppelt. Also da mache ich nichts groß, sondern es ist einfach nur gekoppelt. Hier im Discord bei Lula, Lurch und Lama, da schreibe ich es auch immer rein. Und das, glaube ich, war es auch. Es gibt noch einen Ko-fi-Kanal, also da, wo man, ich weiß nicht, ob das irgendjemand sagt, da kann man auch Leute unterstützen. Wenn man jetzt nicht so Patreon will und nicht sagen will, oh, ich möchte jetzt aber nicht monatlich ständig was spenden, sondern eher so, wie ich es gerade habe. Und wenn es halt nochmal ein kleiner Betrag ist, kann man das über Ko-fi machen. Das ist tatsächlich etwas, wo man auch einmalig spenden kann. Und das sieht man Ja. auch immer im Stream oben bei mir eingeblendet. Und das ist da, wo dann meine Fame-Unity dann immer ein bisschen ausrastet. Und darüber zum Beispiel haben sie mir ein neues Streamlicht finanziert. Wird jetzt bestellt und kommt dann hoffentlich demnächst an. Und das Mal davor war das Spendenziel, die letzten 40 Farben, die ich noch nicht habe, möchte ich gerne noch haben. Und das haben sie mir auch ermöglicht. Und ja, danke nochmal an alle, die dabei waren und mich immer so tapfer unterstützen. Ja, das sind so die Bereiche, wo man mich findet. Und ansonsten, ja, auf Discord bin ich auch auf anderen Kanälen zu finden, habe ich aber keinen eigenen Platz. Also auf dem Lula habe ich natürlich meinen eigenen Kanal, wo ich halt direkt reinposten kann. Und ansonsten findet man mich auch auf anderen, ja, einschlägigen Kanälen, was so Rollenspielsachen angeht und so. Ich kann dir gerne einen bei mir auch machen. Du bist ja, darf ich hier sagen, ich Ja. werde von dir unterstützt, worüber ich sehr dankbar bin. Und Ja, das war es mir wert. Ich habe gesagt, du hast natürlich, du meintest zu mir, ich kann die Musik frei verwenden, wie ich möchte. Und ich habe gesagt, nein. Ja, ist schön, aber nein. Ich möchte dir dafür etwas geben. Und ja, ich bin einer deiner Patrone, deiner genau. Patreons und unterstütze dich. Und das mache ich auch liebend gerne. Und ich kann dir, wie gesagt, auch gerne, weil ich gerade die gesehen habe, ob du das nicht bei uns teilen kannst. Ich kann dir auch gerne bei mir ein kleines Zimmerchen einrichten, wo du sowas posten kannst oder auch was anderes machen kannst. Okay. Ja? Also finde ich eine schöne Idee. Fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal ein, sonst hätte ich das vorher schon gemacht. Aber so Discord bin ich noch relativ neu mit. Ja, kein Problem. Am einfachsten findet man mich, weil Feitiane, also so wie es geschrieben wird, das F und das T groß und zusammengeschrieben, wenn man das irgendwie in Suchmaschinen eingibt, findet man mich schon, weil ich immer unter diesem Namen auftrete. Egal ob auf Discord oder anderen Social Media Plattformen, es ist immer Feitiane. Und wenn ihr die seht und das sind nicht meine Bilder, dann ist das irgendein Fake-Account, aber ansonsten, wenn es meine Bilder sind, dann seid ihr bei mir richtig. Ja, Mann, das war total spannend. Ich würde jetzt das langsam beenden, wenn kein Einspruch kommt. Ich habe nochmal deinen Namen, so wie er geschrieben wird, reingeschrieben. Du kannst auch Genau. gerne gucken, ob es richtig Super, ist. danke dir. Ja, und geht vorbei, unterstützt Künstler. Ich find es total wertvoll, dass es Leute gibt, die das machen. Ich freue mich über jeden, der kommt. Und selbst wenn es ein Finne ist und der 3 € im Monat abspricht, dann denke ich auch, boah, spannend. Ich freue mich aber noch mehr, wenn Leute vorbeikommen und einfach Kontakt mit mir aufnehmen. Und ich denke, das geht dir total ähnlich. Es geht nicht nur Ja. ums Geld. Also wir freuen uns natürlich über Geld. Wir können es gut gebrauchen. Aber es geht vor allen Dingen einfach auch um den Kontakt mit euch und um die, ja, um zu merken, dass man es auch für jemanden macht, der es mag. Ja, definitiv. Das ist tatsächlich auch bei mir der Hauptgrund. Das schnöde Geld braucht man leider zum Leben, aber so das Seelenheil und der Balsam, den man braucht, den kriegt man nicht übers Geld. Ich jedenfalls nicht. Ja, und da wir jetzt gerade auf Lurch und Lama Twitch streamen, lege ich jetzt, während wir noch ein bisschen quatschen, die
den Endscreen rein.